Hallo, das ist der Joel und die Folge heute ist äh, präsentiert von der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz Schweiz und zwar von der ich Ist etwas ganz Wichtiges, das habe ich selber äh, auch erst jetzt äh, wirklich erfahren, weil eigentlich äh, täglich in der Schweiz Kinder und Erwachsene an Leukämie und anderen äh, lebensbedrohlichen Blutkrankheiten erkranken und die einzige Hoffnung auf Heilung ist dann eine äh, Transplantation von Blutstammzellen, ja, und zwar in der meisten Fall. Und dass man irgendwie im näheren Umfeld einen genetischen Match findet, das ist zum Teil nicht ganz üblich. 20 bis 30 Prozent zum Beispiel bei Geschwistern. Und darum ist man dann auf eine Fremdspende angewiesen. Und da könnt ihr mithelfen, indem ihr euch registriert auf Blutstammzellspende.ch, www.blutstammzellspende.ch. Und äh, wenn man sich dort registriert, kriegt man so eine äh, kleine Frogebogen und nachher ein kleines Package geschickt, wo man so eine kleine Speichel. Probe abgeht und wenn man das gemacht hat, ist man registriert. Die Chance, dass mir jemals angefragt wird, ist sehr, sehr gering. Falls es passiert, kann man immer dann noch Nein sagen. Trotzdem war es sehr, sehr wichtig, dass man dort registriert ist. Ich habe es mittlerweile auch gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch würdet tun tue Ist natürlich komplett freiwillig. Trotzdem vielen herzlichen Dank, weil vielleicht kann man so schon bald erleben. Hallo, liebe Mutzis, wurde der Podcast schauen oder losen und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder loset. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung. Ich gehe wieder auf Solo-Tour. Ja, die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Wir vorbei momentan noch aktuell solo Stand auf Das sind die letzten Termine. Nachher ist es definitiv vorbei. Und äh, es wird an einigen Orten noch vorgeführt. Sozusagen. Sagen, zum Beispiel äh, 29. September in Vaduz 5. Oktober in Chur dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf Hoftere, und äh, 21. 22. Oktober in Basel Einmaligs Best of das Beste aus 34 Jahren so aus der letzten Programm was mir am liebsten gefällt zusammen das wird sicher auch geil 27 Oktober in lis 28 Oktober in Winterthur 5 November in Rapperswil Jona 11 November in Bade dann am 13. Januar in Riefalden, Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, endlich, endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollestein, 17. März in Pfaffikon, Zürich und der ist dann am 25. März in Basel. ja? Für diesen Termin und noch ein paar andere können du auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit deinem Programm und großartige Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort, jemand anders wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja, Freue mich riesig, kommt vorbei www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! Ja, du musst äh, schon genug lang warten. <laughs> und wann bist du jetzt angekommen? Ja, pünktlich. Aber trotzdem, hast du erst denn das SMS gesehen? Oder was? Nein, nein, ich habe vorher schon gesehen, aber ich denkt, ich weiss ja, was es ist. Okay. <laughs> ich gehe jetzt mal rein und <laughs> sehe da. Mm. Es war offen gewesen und wir konnten schwätzen. So. Ja, an das der, der Stelle soll muss sein. Das Format muss ich auch sein. Also ich bin, du bist schon ja warm. Ich bin voll parat. Du hast schon ja im Auto geredet oder gesungen, dann bist du auch, <laughs> auch parat. Nehmen wir mal da, oder? Das, das aber. Also es braucht so es aber. Die, die, die Stunde Autofahrt die hilft mir zum ja, das Telefonieren. Zum ein bisschen was, ja. Ich habe was telefoniert, ja. äh, Spruchnachricht geschickt. Podcast hören. Ähm, Podcast ist, ist eher für die entspannte Autofahrt. Aber ich habe schon am Auto, das ist meine grosse Autogeschichte, Wirklich? Ja, ich Das ist auch meine Einschlafgeschichte, aber mein Problem ist, ich weiss nie, wo ich, wo ich gesehen bin, wo ich aufgehört habe, okay. durch das weiss ich, dass ich auch meine Lieblingspodcast mhm. zum Teil nicht bis zum Schluss gelost habe. Und also was, was wir da machen, so, zum Einschlafen sein, das ist jetzt ne? schreibe Aussagenwunsch. Schreiben mir viel, dass das äh, euer Einschlafding ist. Ja? Wahrscheinlich, wenn wir dann so tief und entspannt reden. Ja, dann probiere ich auch mal so zu reden, ich <laughs> bin ja eh immer... Die Frau meiner Damen und Herren, die of here Damen und Herren, brilliant, ich liebe dich. Special Effekt. Special Effekt. Er lässt alle etwas anderes. Kann was hörst du, 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 du während wir reden? Was, da. was ist das Alternativprogramm? Nein, das YouTube an <laughs> mir <laughs> 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 Hey Jan, es ist sehr schön, dass du wieder äh, im Podcast bist. Ja, danke vielmals. Es hat mir ja so gut gedacht, dass ich gedacht habe, oh ja. Ja, das ist so da geil, gewesen, wieder. weil wir uns ja im, im Parking haben wir uns ja dann noch mal kurz gesehen. Ja. Und dann hast du so, durchs Fenster hast du gesagt, hey, kannst du mir noch mal überlegt, ich fühle mich jetzt wirklich besser. <laughs> ja, wir haben ja gesagt, <laughs> Handy abstellen, <laughs> und sitzen, mal reden und zuhören wieder. Genau. Zeit das, nehmen. das ist ja. eigentlich meine, äh, meine Ausrede, gewesen, dass ich möglichst bald wieder mit dir äh, mal schwätzen kann. Dass du auf wieder im Podcast bist. Ja, wenn wenn ich da war, dann ist es ein Jahr her. Also, we weißt du noch? Knapp, letzten Herbst ja. irgendwann. Ah, schon eben, ja. gell. Ja. Irgendwann. Ja, genau, das du hast Dazwischen in der Bart wachsen lassen. Ja. Wahrscheinlich seitdem. Neverending Playoffs. In den Playoffs haben wir ihn wachsen lassen, weil ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich habe noch, noch nie einen Bart, also, ganz ruhig bleiben. Playoff war das Thema, Playoff-Bart, immer noch Tradition. Dann mhm. haben sie bei Sports gesagt, hey ja, du, Playoff-Bart. Dann haben gesagt, ja, ja noch nie einen Bart im Leben. Was, weißt, du schon noch nie einen Bart im Leben? Und ich bin ja gerade 50 geworden. und ich gefunden, ja stimmt, 50 ich habe noch nie in meinem Leben Will spätestens nach sieben Tagen habe ich mir rasiert, weil es mich gebissen hat und gefunden hat, es das passt gar nicht. Und, und es war wirklich klar, gewesen, ich bin eigentlich immer frisch rasiert aufs Ende gegangen. Es war eigentlich so ein Ritual, gewesen, wenn ich am Abend das Ende habe ich mir am Morgen einmal rasiert, fertig gemacht und gefunden, also gut, Zeit zum Neues ausprobieren. Und jetzt lassen wir den mal wachsen. Dann ist der tatsächlich gekommen, das weisst du dann auch nie und dann die von ah, das steht hier jetzt noch gut Jetzt gesehen ich endlich mal wenn so alt aus wie ich bin und so dann fand, aha, ja, das könnte <laughs> auch noch helfen oder? vor allem wenn der Sohn schon 19 ist und so dann ja ähm, ist, ist da auch wieder eine Abgrenzung da also nicht sehr alt aussieht, aber ich immer noch sehr jung und ja dann habe ich gefunden jetzt lahn ich da und äh, ja das passt mir ich find das super Hast du von Fall gar nicht gewusst, wo, wo helle und dunkle Stellen sind? Nein, das siehst Ja, das das schon dann auch wieder <laughs> genau ja die die wo dann da kommen. Und äh, aber es, es passt ja mittlerweile auch zu den Schläfen, irgendwie, die helle Stellen. Am Kini. Äh, ja, ich habe dann angefangen zu äh, pflegen. Weil bei MySports ist das ganze Projekt geworden. Da hat man gerade zu einem Barber geschickt. Da habe ich alle die Produkte gekriegt. Das so ein wunderschönes Holzkistchen. Bartöl, Bartbalsam hatte es rein. Yeah, yeah. Bartseife und vor allem Ja. Yeah. Das ist sensationell. Das ist so Wellness-Massage. Schon geil, oder? Ja, äh, wirklich im Fall. Das tut gut. Das hat das Gefühl, das regt das so alle, alle Areale an im Gesicht und vielleicht sogar im Kopf, vielleicht, <laughs> ich denke mir auch es geht bis ins Hirn, wo dann so richtig aktiviert wird und parat gemacht wird. Ich finde ich find die ganz barbe finde ich extrem faszinierend. Ja. Und bei, bei mir ist halt es aber auch so, so ein bisschen zu wenig. Und ich habe mir schon überlegt, irgendwie so, so, so Instagram-Apfermäßig einfach mal so ein Ding bestellen, wo man sich so einen Roller durchs Gesicht lässt, weil der anscheinend dann neue Bart zu spießen. Bist du schon mal bei einem Barber <laughs> gesehen? Ja, schon ein paar Mal. Aber ja. selten in der Schweiz. Ja. Ich habe bei meinem Coiffeur, der hat, der hat mal eine Zeit lang einen nachgestellt, und der ist nicht nicht. Gelehrter oder wie auch immer, Barber mhm. gesehen, aber der hat es auf die Sense nicht gemacht. Dann habe ich eigentlich immer gerade das Paket gemacht. Dann habe ich gesagt, Haar und auch macht man noch den Bart. Ähm, der ist dann aber irgendwie äh, zu, zu einem anderen gewaffnet, mhm. also zu seiner Frau und so. Mhm. Ähm, und, mhm. und ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ich habe mich noch zu wenig damit beschäftigt. Hey, ha, nein, aber, nein, aber aber Simone, im ich hey. Ja super, Simone Haus auf Kath in Rümlang. Zu mhm. dem haben sie mir einen geschickt. Der hat mich betreut. Ja. Er ist so ein richtiger Barbertyp, ein cooler Typ, er. Angelegt ist, einfach sein Style, wie alles passt. Dann der Laden, die Stühle, die sitzt, ist, glaube ich, ein 100-jähriger Stuhl irgendwie aus Süditalien. Ja. Yeah. Also das ganze Ambiente ist mega. Die Musik, die läuft, immer wieder zu einem anderen Stil. Sehr cool. Und dann ist das wie ein Wellnessprogramm. programm Also, irgendwann läst du dann dort in den Horizontalen, oder? Ja, yeah, ja, yeah, und dann kriegst du das warme, ja, genau. warme Tierchen ja. und all das Zeugs. Ja, das ich wirklich mega cool. Ich, ich habe mal einen in, in London. Ein äh, äh, türkischer Barber und ich hat, dem habe ich gesagt, wenn ich in London würd leben würde, wäre ich wär jetzt jede Woche bei dir. Der war sensationell, gewesen, von A bis Z. Mhm. Und Er hat dann grad, hat er ab und zu geschaut, dann hat er hier ein etwas geändert und so, dann ist er gekommen, eben mit dem Tierchen. Und am Schluss sagt er so, Eyebrows? Und ich so, äh, was, was willst du mit denen machen? Und so, ah, du hast nie und ich so, nein. nein. «Let's keep it.» <laughs> dann ist weggelaufen. Ich so, «Okay». Und dann hat man dann irgendwie so Zündhölzchen. So, so Zündhölzli. Ja, ich glaube, gehabt. ich sage, mit dem Flammenwerfer. Ja. Ja. Nein, nein, es, es, es hat ausgesehen wie Zündhölzchen. Und das ist zum, zum irgendwie Cut stoppen. Mhm. Dann nimmst du so eins von deinen Zündhölzchen weg und dann dort, wo der Normal ist, du normalerweise wird schwarz zündest, dort ist irgendeine, so keine Ahnung, Creme, irgendetwas drauf. Dann machst du das so auf der Cut und dann hört es sofort auf bluten. Also, wenn du das irgendwie mal schneidest. Ah, ja, ja, ja. gut, da hatte ich auch schon so. <laughs> so. Ja, Anti-Blut-Sticks. Ja? Und Aha. das hat man geschenkt. So Aha. macht das wahrscheinlich immer, aber es hat bei mir einen wahnsinnigen mhm. Eindruck gemacht. Aber auch da, und dort, oder? Ich hatte die Welt gar noch nie gekannt und jetzt habe ich das wieder erlebt. Also, viel Neues ist immer wieder was passiert. Siehst du noch? Ja, in meinem Leben. Es ist wirklich, wirklich lässig. <laughs> Aber was du, du beim Fernsehen äh, die noch rasiert hast, das hat quasi wieder zugehört. Also man geht frisch mhm. rasiert auf Handy. Ja, es ist ja natürlich dort auch eine Frage, die du nicht erst selber kannst entscheiden kannst. Habe ich jetzt einen Bart oder habe ich keinen Bart? Yeah. Bei SRF ist das dann. Entweder du mit einem ja, oder. Die Styling -Abteilung, <laughs> wo ja, die Styling-Abteilung, die ja entscheidet, ob das okay ist. Nein, du kannst einfach kommen. Ja wirklich? Ja, ja du kannst, also die, 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 wenn du die Haare so färbst, wie du jetzt hast. Yeah. Das kannst du nicht einfach machen, so hoch arbeiten und jetzt quasi die Tagesschau moderieren, oder? Ja, die Tagesschau würde ich jetzt ja, vielleicht ja, einfach ja, ja Nein, aber was auch immer, oder dann muss das zuerst vom Gremium ja, besprochen werden. Und, ja, Kannst du deine Haare blond färben? Kannst du einen Bart haben? Wie sieht es, dass das rauspasst, also die das zu der Sendung. Und das dämmt für viele Leute so: Ja, heim, das gibt es ja gar nicht. Aber wenn man sich dann einmal fertig denkt, ja, der tagesschau moderator yeah, und plötzlich yeah. mit einem orangen Haar oder ein Piercing hat irgendwo oder yeah, yeah. auch Tattoo und alle diese Geschichten. oder das stimmt irgendwie schon. Das hat halt schon. Ein Einfluss und von dem her habe ich äh, ja habe ich den Antrag gar nicht gestellt. Ich will mir <laughs> gerne <einen> Bart wachsen. So. Ja, du, du bist natürlich, du moderierst es zwar, aber du bist ja nur Teil von, von einem Gesamtkonzept. Ist so. Und äh, das habe ich mir so feststellen, wo ich mal äh, Glanz und Gloria äh, damals es noch Glanz und Gloria heiße Gastwoche mhm. habe, Gastmoderation für eine ganze Woche und dann es auch einen Termin gegeben mit mit äh, Styling. Input ich gesagt haben, nimm deine Sachen mit, die du gerne anziehen würdest. Und äh, das, war, das war ein ganz schlimmer Tag. Weil ich irgendwie. Da habe ich vielleicht zwei oder drei Stunden gepennt. Einen sehr langen Oben vorher. Und dann komme ich da an und dann bringe ich da so mit. Und so, weißt, so. Ich hatte so eine farbiges Hemd, wo ich immer auf der Bühne angehörte. Und ich habe gesagt, ja, das das sicher und so. Oder? Und hast du gemerkt, es passt denen alles sehr wenig. Sie waren bei allen Sachen gewesen, so. Okay und da und süxten Sache und dann habe ich noch von der Weltreise ich noch so eine wirklich so Giftgrinsbändele kah, mm -hmm. wo halt das hast du so lange ab, bis es abgeht, mm -hmm. Und das ist, ich glaube, eine halbe Stunde Diskussionspunkt gesehen, wie sie gefunden haben. Also mit dem ja sicher nicht, oder? Mm -hmm. <laughs> ja, es gibt es gibt natürlich Muster, die ich könnt ja yeah. wo sogenannte Moore-Effekt auslöst bei der Kamera ja, das, ist nicht. Das, das ist schrecklich das ist schrecklich das es gibt Farben wo ich könnt wo halt je nachdem was du für ein Hintergrund hast. ich meine im Sportstudio haben wir wie lang immer so einen ganzen orangen Hintergrund yeah. ja dann ist vielleicht das Grün <laughs> oder Violett nicht die super Hemmli-Farbe zum vorne herzustehen. Stimmt natürlich, oder? Und Solarium hat auch nicht gepasst. Je nachdem, sonst verschwimmt ja, ja, auf einmal Genau, orange Moderator <laughs> auf vorderen <orangener> Grund <laughs> und dann ist er nicht mehr rum, Oder? Ja. Also. Und dann wäre ein Bart wieder hilfreich gewesen, damit man den Moderator noch gefunden hätte <laughs> im ganzen Dekor. Rein. Aber solche Sachen ja, überlegt man sich zuerst gar nicht. Oder man leidet irgendetwas an und steht irgendwo vor einem neutralen Hintergrund und findet, das sieht noch gut aus. Und dann ist mit der dieser Kulisse drin wo ja wieder Farbig ist und dann je nachdem passt es halt wirklich nicht. Also. Hast, hast du noch die Blütezeit Zeit erlebt, wo man so richtig dick ist, Kleider einkaufen? Ja, also in viel, ja, wo man wirklich Zürich irgendwo ich go yeah. Kleider kaufen, ja, yeah. weil das sehr mühsam anstrengend war. natürlich, oder Nach die andere Zeit <laughs> natürlich viel besser gsi, wo sie eigentlich wie eine Einkäufer auftreten sind yeah. und dann der eigene Styling-Room ja, Styling ist so wichtig und das Team dort, das Kleidet ja, glaube 90 Leute ein, oder, wo irgendwo vor der Kamera erschienen und das macht natürlich Sinn, dass man da ja auch entsprechende Sachen einkauft und über alle diese Jahre hin sie dann irgendwer was will der einen Salzgeber anlegen, und was der ihm anbietet? Und das ja. war super, gewesen, dass wir wirklich immer super beraten worden sind. Also, ich muss dieser Styling-Abteilung ein großes Kompliment machen. Ich habe immer sehr gerne mit dieser ja. Gruppe zusammengearbeitet. Ja. Mhm. ja, weil ich glaube, so Sachen sind ja die Sachen, die die Leute dann mit der Zeit wie gemerkt haben, wenn wir immer von Gebührengelder diskutiert haben und so, ist dann auf einmal so ein so -Sachen Thema geworden. Die können irgendwie gehen einkaufen und können sich einfach einkleiden e lassen. Und das haben sie dann daheim. Und dann macht es schon mehr Sinn, dass es dann eben so wie eine Art, wie will man sagen, Laden, ja. so ein Styling Room gibt. Ja, aber was willst du mit Kleidern, die für die abgeändert worden sind? Wem ja. sollen denn die so noch hören? Also, <laughs> oder bei diesem Thema, wenn man sich das einfach mal fertig <laughs> überlegt, ja, wie, wie soll es denn sein? Und ja, über das Thema Kleider ist ja so enorm wichtig. Jeder, der Fernsehen schaltet, das Erste, was diskutiert wird, ist ja dann immer gerade das. Ja, also ist es einfach auch wichtig zu, zum Teil von der Sendung und ja, vor, so. vor allem, <laughs> wenn du noch irgendwie grosse Tageszeitungen, mhm. ganze Berichte darüber schreiben wie jetzt jemand angelegt ist. Ja voilà, genau. Das, das wird ja dann auf einmal wird sie dann so ein Thema, oder? Und, irgendwie und darum muss es einfach auch... Neue Frisur... Mhm. was heißt das jetzt äh, beim Herr Bilder? wieso hat er eine neue Frisur <laughs> Aha, ja, natürlich, da ist ja immer ein Hintergedanken dabei, ja genau Ja, meiner Frau gefällt, der Bart genau, Aber, ja. der Bart was, was ist genau. mit ihm los ja. Ja. warum ja. hat er jetzt einen Bart oder? genau, ja nein, eben, für mich ist es eben super das Thema Bart, weil dann kann ich das Thema dann immer gerade wieso, auf Eishockey lenken weil von dort her kommt es ja dann gerade ja. da kann ich sagen ihr den Bart jetzt die ganze Saison weil nicht nur die Playoffs sind wichtig, sondern auch die ganze Regular-Season, die ganze Qualifikation ist schon so wichtig, dass es hat die verdient hat, dass man dort eigentlich den, den Playoff-Bart schon dabei hat. Oder? Weißt du, wie der entstanden ist, der Playoff-Bart? Ähm, ja, also, also es ist wirklich so entstanden, dass die Spieler gesagt haben: Ja, ich habe keine Zeit. Der Playoff ist die wichtigste Zeit im Jahr. Da gilt er eigentlich nur Hockey spielen, essen und schlafen. und mhm. Für Rasieren oder Frisur haben wir irgendwie quasi eh keine Zeit. Oder? So, somit tut sich auch Dusche erledigen. Ja, also, <laughs> ja irgendwie so. Oder? Einfach, es, es dreht sich wirklich alles um das. Und dann war es natürlich das äh, Spannende: ja, je länger der Bart, umso erfolgreicher bist Weil du rasierst ja an diesem Tag. Und dann ausscheidest aus den Playoffs. Oder? Yeah. Also, du hörst am letzten Tag von der Qualifikation auf, rasieren und dann wird wachsen klar. Yeah. Und je voller es der Bart ist, umso deutlicher ist das Zeichen, also bei den meisten oder bei vielen, dass sie, dass sie jetzt lang unterwegs sind in diesen Playoffs. Und dann ja, mit dem Vollbart am Schluss den Pokal die stemmen. Yeah. Das ist dann so das Schlussbild. Aber und viel Testosteron, weil je länger der Bart, desto schneller ist er gewachsen. Oder? Genau. Was ich bei mir ist, okay, auch noch wichtig ist. So. Ja, weil es gibt kleine, feine Spieler und von diesen heutigen Jungen, eben, da sehe ich viel, die, würden, die, kriegen, die haben keinen rechten Bartwuchs <laughs> und sind trotzdem sehr gute Spieler. Aber ja, wir sind ja am 2022, da haben sich auch gewisse Sachen zum Glück ein bisschen verschoben und, ja, ja. und äh, werden jetzt anders angeschaut als früher, wo man gesagt hätte, ich, ich nur ich, ein bärtiger Spieler kann ein guter Playoff-Spieler sein. Oder so. Aber ich glaube, darum ist, ist dann auch immer so eine, so eine wahnsinnige Diskussion, wenn jetzt. Äh, wo, wo die Schweizer Nazi irgendwie die Haare gefärbt äh, haben oder äh, irgendwie einmal mhm. der Ronaldo, ich glaube in einem Finale hat es irgendwie und nach der Pause hat er wieder hat er hat sogar ein andere, genau ja, frisch gestylt ja. und so und das sind immer große Diskussionspunkte wo man sagt 15 Minuten Pause und du hast Zeit dir mhm. Haare zu machen. Mhm. Und, und ich, ich bin, so, bin so auf beiden Seiten, wo ich so finde, was willst du sonst machen in den 15 Minuten? Also wahrscheinlich hast du einen Trainer zugelost, wo er seine Anspruch gehalten hat. Und jetzt ist ja gerade Pause, also spielen kannst du ja nicht. Genau. <laughs> also ja, weißt, wie schnell geht das? Die Haare, die <laughs> aufgestellt sind, einmal schnell Seite scheiter ziehen. Ja. Yeah. Oder? Und und dann aber das andere Extrem, ich habe nicht einmal Zeit, mir den Bart zu schneiden. Das ja. heisst, wahrscheinlich hat schon Zeit. Logo. Oder? <laughs> genau, es ist ja beides. Oder? Wenn man sich auch da fertig denkt, ist ja beides eigentlich keine Diskussion wert, oder? Ja. Und dass halt wirklich der Gwaffe zu ihnen ins Hotel kommt, ähm, ja, ist irgendwie auch eine logische Sache, oder? Also, dass der, ja, eben besser, als wenn sie zum Gewaffen gegangen wären äh, in genau, Mailand, genau. extra auf Mailand geflogen genau, zum Gott ist sei ist Das ist halt machen. heute ein Teil des ganzen Prozesses. Aber, aber manchmal muss man sich halt. Gehört es auch gleich zur professionellen Einstellung, dass man sich überlegt, dass das für eine Wirkung jetzt hat. Ja. Yeah, yeah. Finde ich. Ja. Yeah. Oder die Diskussion gehört irgendwie auch dazu. Was hat das für eine Wirkung? Aber Wenn man wir kann natürlich argumentieren, dass, so wie du jetzt gerade erzählt hast von was beim Fernsehen alles dazugehört, mhm. eben, auf was kann man denn noch die die geänderten Kleider irgendwie, auf was kann man die sonst noch drauflegen? Dass ja. ähm, das, das hier heutzutage, finde ich im Sport Grundsätzlich der Sportler viel mehr abverlangt, wird, weil ja auch Medien mhm. normal völlig anders funktionieren wie ja. früher. Wie genau. früher analoges Fernsehen, da hast du eigentlich gewusst, es gibt irgendwie eine Konferenz und irgendwie ein oder zwei Leute werden nachher noch äh, zum persönlichen Interview schnell vor die Kamera genommen. Und jetzt da hast du Social Media, auch Team intern machen sie irgendwie noch lustige Clips und also es hätte mhm. Das ganze Ding hat ja so einen viel größere Apparat hintendran mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, dann eben von der Wirkung her, die Leute überlegen sich das ja dann auch nicht, weil sie wollen ja immer mehr und sie wollen immer mehr Entertainment drumherum. Und sie waren nicht nur den Match von ersten mhm. der ersten Minute bis zur letzten schauen, sondern sie wollen eigentlich vier Tage unterhalten werden aufgrund von einem Match. Genau. Oder? Nein, es ist massiv. Wie das, äh Zugenommen hat und äh, das hat ja damit zu tun, es gibt keinen Redaktionsschluss mehr <laughs> also früher bei SRF hat es Sport aktuell gegeben. die Sendung ist um 20:10 los losgegangen und ist irgendwie nach 20 oder 40 Minuten je nachdem ist sie fertig ja yeah. und ich wüsste wenn ich einen Beitrag mache dann muss es dann die Sendung arbeiten. schaffen ja yeah. der muss fertig sein denn weil er kann nur dann gesendet werden nur um 20:10 <laughs> oder wenn mein Beitrag nicht fertig ist dann kommt er an diesem Tag nicht eine ein Zeitungsjournalist hat gewusst ich muss bis am Abend um 11 Uhr ich muss ich meinen Artikel fertig geschrieben haben, dann mhm. ist er am nächsten Tag in der Zeitung. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, dann gibt es am nächsten Tag den Artikel nicht. Der wird dann nicht verbreitet. Yeah. Und jetzt mit, digitaler, mit der digitalen Welt, wo alles immer online gestellt werden kann und auf allen Kanälen rausgeblasen werden gibt es keinen Redaktionsschluss mehr. Das heißt wenn, wenn ein Skirennen am Morgen ist und ich einen Beitrag fertig habe, dann am Nachmittag am um 4 Uhr. Output ist ein war im gesehen online. Und dann konnte ich den nächsten machen. Dann habe ich noch mal Zeit. Yeah. Und früher hatte ich im vierten den Beitrag fertig, und wurde der ist dann 20. 10 gesendet worden. Mhm. Dann habe ich aber nichts anderes, anders müssen machen weil es einfach nur der einen Beitrag Platz hatte. <laughs> jetzt hast du unendlich Platz und es gibt nie einen Redaktionsschluss. Yeah. der Stress massiv erhöht und der Output, es gemacht werden muss auch viel, viel grösser sein. Also, wenn jetzt heute jemand einen Artikel schreibt über eine Nationalmannschaft, dann ist am um, um zwei fertig, wird der online gestellt, dann kommt am Sechs Jahr eigentlich schon. Du, Gibt es noch irgendwie äh, eine Updates. Folgegeschichte, gibt's ja, ja. Updates? Wie geht es ja. noch weiter? Ja? Und wenn der Artikel, äh, Redaktionsschluss, eben am Abend um 11 Uhr, gibt es auch nicht mehr. Also, wenn der Match bis, am, bis Mitternacht geht, Playoff oder Overtime, ja, dann müssen die Journalisten dort sitzen und abliefern, wenn es morgen um 2 Uhr ist. Ja. Also, das ist massiv, wenn man sich das mal vorstellt, was, was da eigentlich jetzt passiert ist und drum es auch äh, so also die die Flut von Informationen und der ganze Stress, dass man ständig immer sofort muss Erst sein und alles muss rauslassen. Auch aber wenn man eine halbe Stunde später plötzlich muss korrigieren, was man was man vor einer halben Stunde geschrieben hat, irgendwie in diesen Newsroom rein. Das wollte ich gerade das sagen. Das ist, das ist ja dann ja. noch das ganz Geile, dass mhm. der Artikel, wo schon oben ist, dass da dann auch noch in der Theorie hundertmal Mal verändert werden kann. Absolut. Dass man dann immer noch irgendwie, ah, jetzt haben wir noch ein neues Zitat, ja. jetzt können wir das schnell anpassen ja. und jetzt haben wir noch eine neue Info gekriegt. Und äh, äh, dass es auch im Sport zum Teil Live-Ticker gibt, wo es aber gar nicht ein Match oder ein Rennen oder was weiß ich betreffen, sondern einfach nur so das ist jetzt gerade der Live-Ticker zu der aktuellen Situation. Genau, Medienkonferenz oder Präsentation ja. von einem Spieler irgendwo ja, zum Beispiel, ja. Oder das Transferfenster, ja. der, der, ja. der Live-Ticker. Genau, man muss für Traffic sorgen und das permanent auf allen möglichen Kanälen. Und das ist ja dann am Schluss für ja, den die User zahstrengend, oder? Wenn denn das nicht lernst, filtern, oder? Darum ist die Medienkompetenz eigentlich so etwas Wichtiges, finde ich, für für Jugendliche, ja, nein, für uns alle, oder? Yeah dass ja, wir von, irgendwie mit dem umgehen können, weil sonst, äh, ja, sonst drehen wir schon du irgendwann durch, oder? Ja, und ich, ich, ich frage mich dann irgendwie, gut geht das noch weiter in die Richtung? Oder bleibt das jetzt auf so für Zeit? Und gibt es irgendwann wieder mal äh, eine andere Situation? Mhm. Wo man dann eben vielleicht merkt, aha, keine Ahnung irgendwie ressourcenmäßig macht vielleicht besser Sinn, dass man ausgewählt in einer Sendung oder in, in einem Weekly äh, Web Update oder was weiß ich dann alles gleichzeitig mhm. aushaute dafür richtig ja. weißt, also weißt das Problem von der ganzen Geschichte ist ja, dass ja alle das Gefühl haben und das dürfen ja nicht mehr kosten ja yeah. oder also es yeah, yeah. muss ja dann alles wie gratis sein ich meine wir bei MySports erleben das extrem wegen der Abonnementskosten. Mhm wo man bei uns muss zahlen muss, um das zu schauen. Was das für Diskussionen auslöst. Wo man merkt, ja, die Gratiskultur, die wo, wo, ja, wo irgendwie Standard ist überall, dabei muss doch Qualität etwas kosten. Ja. Yeah. Und, und MySports als Pay-TV-Sender hat ja vor allem das Angebot mal massiv vergrößert. Alle, die sagen, ja, Pay-TV und so, äh, nimmt am Free-TV Haufen Sachen weg, und warum gibt es das überhaupt nicht, man muss das Abo zahlen, früher war doch alles immer gratis. Äh, nein, äh, das hat es gar nicht gegeben früher. Yeah. Der erste Live-Match, wo du bei SRF schauen können luge, ist Playoff-Viertelfinalspiel 1, gewesen, Ende Februar. Mhm. Aber die Saison so vor im September an. Also alles, was vom September bis zu passiert, ist, ist du nicht live können sondern einfach nur mal Zusammenfassige. Mhm. Aber was will denn der Hockey-Fan gseh oder auch der Sport interessiert? Er will ja live match er will dabei sein. Yeah, yeah. Gut, jetzt findet, äh, an einem Hockey-Abend findet jetzt neun mit vierzehn Teams sieben Spiele statt an einem Abend. Ja, wie willst du sieben Spiele gleichzeitig können zeigen? Es halt nur im Pay, mhm. wo du verschiedene Kanäle hast. Und dann gibt es aber das Angebot, dass du jeden Match von deinem Team zu jeder Zeit kannst schauen kannst. Also du kannst bei uns 365 Matches, sind glaube ich in der Nationalliga da, dieser Saison, kannst jeden live schauen. Und das hat es ja früher noch nie gegeben. Also das Angebot ist jetzt ja zuerst mal geschaffen worden, mhm. aber es muss auch finanziert werden. Und dann ist halt Abonnieren was das Thema. Und yeah. dann sagen die Leute: Ja, aber eben 25 Franken im Monat, jetzt, jetzt für so Abo, das ist irgendwie wahnsinnig. Und dann sage ich: Ja, aber Moment, ich bin ja die Generation, die erlebt hat, bei mir früher einen Top-Gun schauen Mittwochnachmittag, was haben wir machen Wir Haben wir die Videothek laufen? hat dort eine VHS-Kassette gemietet? Mm -hmm. Ja, vhs hat die so heine bei mir in den Videorekorder reinschieben. hat dann den Film schauen und so. Nachher musste ich es wieder zurückspulen, weil wenn ich es nicht zurückspult hätte, hätte ich noch 5 Stutz gekostet, Fünf glaube ich, ja. ich weiß es auch nicht, ja. aber was hätte das kostet? etwa 10 Franken hätte mhm. das gekostet, Ein, einmal Topgang zu und du musst es noch selber holen oder? Mhm. also das war ja der Medienkonsum früher, als wir bezahlt haben, oder? plus die hyper CD, den du noch gekauft hast, was hat es gekostet, 20 Fr., oder? Also, ja, Eben für, ein, für einen Film und eine CD hast du quasi 30 Franken ausgegeben. Und heute zahlst du 25 Franken und kannst 10 Matches von deinem Team schauen. Jeden Monat. Also, ich habe ja, für, so, ich hab früher noch für ich, Musik irgendwie, glaub, etwa 200 bis 300 Stutz ausgeben. Okay, im Monat. also das gibst für alle die Abos, egal was für Abos du jetzt abgeschlossen hast. Du ja, natürlich nie so teuer, oder? Nein! Und du aber, kannst alles das schauen, was du nie hättest können. Zum Beispiel, es hat immer gesagt, der beste Spieler auf der Welt zu meiner Zeit ist der Wayne Gretzky. Yeah. Ich habe keine Minuten gesehen, dass Wayne Gretzky Hockey spielen. Nie, <laughs> wo denn auch. Man hätten es nicht können schauen können. <laughs> wenn, wenn du mir gesagt hast, Verzicht auf deine Hyperade zu sehen, der zahlt 20 dann 20 Stutz und du kannst du mal Wayne Gretzky schauen. hätte yeah. ich halt. gesagt, ja, mache ich das, logisch. Yeah. Aber das Angebot hat es ja gar nicht gegeben. Und das vergisst man Menge, was es heute für ein Angebot und für Möglichkeiten gibt. Und irgendjemand muss es halt... Irgendetwas muss es ja finanzieren auch natürlich, das, das Angebot. Aber es ist ja nicht so, dass es etwas gegeben hätte und dann hat man irgendwie das jetzt plötzlich äh, zum, zum äh, Bezahlfernsehen gemacht. Nein, es, es hätte es gar nicht vorher Was aber noch ein spannender Punkt ist, ist, dass zum Beispiel die NBA macht das ja mit, mit dem ich glaube Team Pass oder so heisst es, mhm. dass wenn du halt irgendwie sagst, ich finde ich find, die Lakers oder die Knicks oder keine Ahnung was, finde ich die geilsten, ich will einfach denen ihre Matchs genau. schauen, denen zahlst du ein bisschen weniger. Oder wenn du die ganze Liga genau, hast, Ja, Perfekt. nicht alle Matchs schauen, genau. sondern du schaust einfach die ja. Match, wo die dich interessieren von genau. diesem Team. So, ja. oder? Und wie lange gibt es das schon? Ja, zwei, drei Jahre vielleicht. Ja, und aber eben NBA, dass du kannst zahlen und das schauen eben Ach, Das ist natürlich gar jetzt so angefangen eben, in das ich, mal, ja. ja, aber eigentlich gibt es pay schon seit pay schon 20 Jahren, yeah. aber in unserer Kultur ist das noch nicht so, so dein, sage ich jetzt yeah, so mal. Yeah. Oder? Und das wird aber kommen, definitiv, dass es da wirklich verschiedene Modelle gibt. Yeah. Dass dann der Fan vom einzelnen Team wirklich so das maßgeschneiderte Angebot hat und das gibt es jetzt dann auch, jetzt kommt, unsere App wird irgendwann rauskommen, dann wirst du genau können, angeben, ich Fan von diesem Team und dann alle Inhalte, was immer gibt zu diesem Team sind äh, an einem Ort abgeleitet und yeah. das, ja, wir denken das ist ja der Weg, wenn du jetzt äh, ja, als Fan die Live-Match wird Und vor allem Highlights und alles, das kommt ja alles auch im, im Free-TV nach wie vor. Yeah. Also der, der kein Abonnement mehr hat, der kann jetzt eigentlich so viel Hockey im Free-TV schauen, wie noch nie vorher. Auf TV24 kommt jeden Sonntag das Spiel der Woche, extra gemacht, damit es im Free-TV endlich einmal jede Woche ein Match gibt. Hat es ja noch nie gegeben. Yeah. Und auf BlickTV kannst du auch jede Woche ein Match schauen. Ähm, hat es auch noch nie gegeben und äh, immer wenn Hockey gespielt wird am Abend um 10 auf TV 24 kommen die Highlights also an dem hab ich, oder haben wir jetzt im Team natürlich intensiv geschafft dass wir das irgendwie können und dass jetzt das Hockey verbreitet wird eben auf diesen verschiedenen Kanälen yeah. ja aber eben, es ist, es ist in, in vielen Bereichen ist, ist, ist ja immer Diskussion von mehr Konsum äh, aber, aber für weniger Geld so grundsätzlich, ohne dann halt eben genau mal auseinanderzunehmen, was jetzt genau so kostet. Ich mein, äh, Habe ich, hab ich ja in den Veranstaltungen äh, genauso, dass dann zum Teil Menschen sagen: Boah, aber das kostet jetzt irgendwie, was doch auch nicht, 30 ähm, Stutz, dass ich, dass ich jetzt äh, äh, eine Live-Show schaue. Und dann, äh, ja, gibt es dann irgendwie, was gibt es als Alternativprogramm? Natürlich kannst du auf YouTube. Ähm, wenn du einen Clip schaust und du hast keine Adblocker mehr installiert, dann, äh, dann wirst du zuerst zweimal äh, mhm. Werbung genau. über, überspringen. Mhm. Ähm. Ja, das wäre auch, warum kommt jetzt noch die blöde Werbung? Genau. Ja, irgendjemand. <laughs> eben, wer zahlt zum Schluss? Das fragt euch doch das einmal, oder? Irgendjemand muss sich das immer zahlen Genau. Alle. Ja. Aber ich meine, es, es, gibt, es gibt auch wirklich halt der Trend zu, zu, ich sage jetzt mal, gratis Kultur, gratis Konsumation, oder? Mhm. Und eben irgendwie die Leute, die Leute anlocken, muss ja meistens gratis. Ja, ja. Und, und dann gewöhnen sie sich an das und dann hat es ab dem Moment, wo es mehr so ist, ist es mhm. na. Ja, aber das ist, das ist der Weg, oder? Irgendwie muss er das dann auch einleuchten, dass es, wenn es nicht mehr finanziert, dass es das Angebot gar nicht kann geben. Ja, logisch. Und, und das macht es natürlich schon schwierig. Eben klar, dass ich bei YouTube hätte das so reingebracht oder? Dass, einfach, dass, eben, dass man alles schauen kann und das kostet nichts. Oder? Yeah. Auf jeden Weg auch immer. Oder? Und äh, ja, weiß auch nicht. Ja, ich sehe es auch eben, bei gratis Veranstaltungen. Also, ja. Da halt, hast du hast ein, ein riesiges Plakat mit wirklich etwa 40 Sponsoren und Gönner und Stiftungen und solchen Sachen. Und dann können die Leute gratis Shows, äh, Konzerte, Comedy, was weiß ich, schauen. Und, und eben, es wird dann nicht hinterfragt. Es ist dann mehr von, ja, also einmal ist es gratis und, und das andere Mal zahle ich 30 Stutz, Hä? Ja. <laughs> und ich, ich frage mich dann immer, es, es, weißt wie kommuniziert man das, ohne dass man dann irgendwie, keine mhm. ähm, Ahnung, wirkt oder so, oder weißt ja. so negativ? So. Ja. Es ist, irgendwie, es ist noch ein schmaler Grad. Und, und man muss sich halt immer noch ein bisschen weiter überlegen, weil ich dann zum Beispiel denke, warum habe ich 400, 300 Stutz für Musik ausgegeben? Mhm. Weil ich effektiv so viel Musik konsumiert habe. Kann ich jetzt weniger Musik konsumieren? Wahrscheinlich nicht. Ich zahle jetzt einfach nur noch 15 Stutz. Ja, genau. Also, Für eins okay? Also Irgendjemand kriegt viel weniger Geld als bis jetzt. oder? Ja, und du, und du weißt was, weil ja. die Musikindustrie. Es ist ja der Künstler, hat, oder? hat noch nie so viel Geld verdient wie jetzt. Was ja. Was okay. ja absurd ist. Mit, mit was denn? Ja, weil halt irgendwie die, die eine Plattform gehört, der, der eine große äh, ja. ja. <laughs> Firma. Und die andere Plattform hm. hat gute Deals. Und äh, du, eben, du hörst ja dann, wie viel. Mikro, Makro, Cent pro Stream effektiv zu Künstlern gehen. Mhm. Und früher jetzt es du kriegst ein Drittel. Ja. Aber so eine Makro, Mikro-Cent wird jetzt nicht dementsprechend, mhm. wo damals ein Drittel war. Also, mhm. Es sind so, eben so kleine Anpassungen, ja, ja. wo, dann das, ganze, wo dann das Ganze Gleichgewicht geht. Ja, fällt. eben, darum, dass ich bin jetzt noch die Generation, die das wirklich noch erlebt hat. Eben, früher eben auch Medienkonsum, du auch. Es gibt ja. eine andere Generation, die hätte sie irgendwie noch. Noch nie erlebt. Yeah. Und äh, ja, es, es kann nicht einfach, äh, einfach alles gratis sein, vor allem wenn sie ja noch Qualität sollte sein, oder? Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also. Absolut. Und das Gemeine finde ich, dass es dann in anderen Bereichen gibt es dann sehr wohl so etwas wie einen, einen Abzockmodus. Also, weißt du, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt überlege, wie sogar bei Konsolenspielen und PC-Games und was weiß ich, du nimm einfach ein Spiel kaufst, wo du einmal zahlst und du hast das Spiel, zahlst du ein bisschen weniger, dass du das Spiel hast und ab dann kannst du dich dumm und dämlich Kannst du, kannst du Geld ausgeben, um noch eben spezielle Packages zu kriegen und hier nochmal? Äh, Abo-System? Das stimmt. Also weißt, in der Gamerwelt würde sie eigentlich diese Generation treffen, oder? Dann kaufst du dir irgendwie noch neue Waffen, je nachdem mit deinem Spiel. Oder musst du ja, ja, ja. noch Geld ausgeben, wenn du noch Waffen kaufen im Spiel und dort wird es dann wahrscheinlich gemacht? Da. Ja, natürlich. Und, und also FIFA, Ultimate Team und all das Zeugs, mhm. äh, wo irgendwie, ah, ich brauche nochmal wir früher ein Panini bildlich ich brauche noch mal ein neues Package und dann kannst du irgendwie dreimal mit dem äh, weiß doch auch nicht <laughs> ja ja, ja stimmt oder ein Schüsse Schärfe oder ich, weiss, jetzt ja, nicht. Ja, genau. ich weiß es ein mein Sohn der wird jetzt 19. und der hat sich jetzt eine analoge Kamera gekauft musst du dir das mal vorstellen oder okay. also erstens ist mal die vintage Kleider die sind total wieder in <laughs> ja. er läuft am Liebsten ist so 80er-Jahren. Yeah. Kleider rummen, oder? Und wenn ich so seine Kollegen und Kolleginnen anschaue, die die auch, das ist voll der Trend wieder, also das Secondhand, oder? Also yeah. wenn wir irgendwo in einer, in einer grösseren Stadt oder so sind, dann wenn die sofort in die Secondhand-Kleider rein, und noch nach Kilopreisig alte Kleider kaufen, oder? Also ist, ist wirklich äh, interessant, aber gut auch auf eine Art, also sehr gut sogar eigentlich, mm -hmm. wenn wirklich äh, das Original alte ja wieder dreht wird und die Kleider, gibt es eben wirklich noch tatsächlich. Yeah. Also, weiß ich weiss nicht genau, wo wir in Paris waren, ist er in einen Laden reingegangen und hat sich eine Trainerjacke gekauft von, oder, früher hat es ja so also die, Handwerkerfirmen gegeben und die haben im Turnverein XY die irgendwie die neuen die neue Trainingsanzüge oder so, die, die Trainerjacke gesponsert. Und yeah. hinten war dann die Werbung drauf von yeah. diesem Handwerker. Yeah. Und so eine Jacke hat sich er gekauft, wo hinten wirklich noch eine Werbung drauf war von einem deutschen Sanitärinstallateur oder Elektrogeschäft, <laughs> irgend so etwas. <laughs> hat sich so eine Trainerjacke gekauft, ein also original 80er Jahre, das yeah. nicht irgendwie, nach... weil wegen dieser Werbung hat man ja erkannt, ja, Mann, das ist ja vor anno dazu mal und dann hat er sich eine analoge Kamera gekauft und er findet hat die Bilder, geholt, sind, hat die Bilder wo entwickelt werden müssen mhm. und hat die, hat gesagt sensationell die Bilder, er hat eine mega Freude yeah. an diesen entwickelten Bildern und das finde ich irgendwie mega spannend oder? Und ja dass, das ist das das so, etwas, dass so etwas wieder kommt und man das wieder schätzt ja wo Wo gleichzeitig hat er aber irgendwie auch eine 4K-Kamera gekauft oder? Also Er ist Mediamatiker von Beruf. Also er ist eigentlich Folio yeah. in dieser digitalen Welt drinnen und alles. Für das Arbeiten braucht er dann auch wirklich Hochqualitätsprodukte. Äh und dann äh, ja, kommt aber wieder eine analoge Kamera ins Spiel. Irgendwann kauft er sich noch einen Plattenspieler. ich sagen, das, das ist ja dann für, für den Musikmensch, äh, den Musikliebhaber wie mich, ist dann. Äh, Gleich noch ein Plattenspieler um und, und äh, eine kleine ausgewählte Plattenkollektion, wo man sagt, das sind so, das sind so ewige Alben. Mhm. Die sind einfach geil. Und da, da geht es dann wirklich darum, von A bis Z Dürren Und äh, ich, ich, ich frage mich einfach, es segmentiert sich halt immer wie mehr. Oder? Das heißt, es wird jetzt nicht, weil die Sohn jetzt eine analoge Kamera gekauft hat. Wie du sagst, hättest ja gleich noch die 4K-Kamera. Absolut. Also es, es wird jetzt einfach so ein Nischending genau. sein, oder? Mhm. Aber ich glaube ich, dass, dass die Freude an, an echten Sachen, dass, dass die nie weggeht und dass die wahrscheinlich irgendwann wieder stärker wird. also Ich denke dann auch, ähm, äh, jegliche Sportveranstaltungen werden wieder besser besucht sein als Erlebnis grundsätzlich bei uns Kulturveranstaltungen, mhm. dass die Leute dann wieder mehr so Erlebnisse mhm. werden. Ähm, ja, unbedingt. Ich finde, Erlebnis ja. ist das entscheidende Wort irgendwie, oder? Mhm. Erlebnis schaffen, das ist doch das, was große Qualität bringt. Ja. Im Leben, oder? Und wenn man auch irgendwann wieder mal wo ist und das Erlebnis auf sich wirken lässt, ohne dass man es filmen oder fotografieren muss, Das ist dann so... Der nächste Punkt, dass und man einfach wenn, dort ist. Wenn denn mit <laughs> und wenn, dann mit der Analogkamera. Ja genau. Und weißt du, es ist ja noch lustig, er hat unendlich lange gewartet, bis die Bilder entwickelt waren. sind. Mhm. Weil das gibt es ja heute nicht mehr. ist ja nicht mehr so wie, wie damals, oder? Heute bringen, morgen holen. Yeah. oder du musst jetzt mal <laughs> einen finden, du zuerst wieder irgendeinen finden, der überhaupt noch Fotos entwickelt. Also es yeah. ist irgendwie 14 Tage gegangen, glaub, bis die Bilder irgendwie dann gekommen sind. Also ich habe immer noch von unserer ersten New York-Reise, wo wir mit der Familie gegangen mhm. sind, habe ich ein so mit 36 oder so, haben wir gesehen sind analoge Bilder. Und die Hälfte davon sind natürlich absolut nicht brauchbar. Ich habe trotzdem als Junge mir sehr genau überlegt, welches Hochhaus denn jetzt fotografieren und was denn jetzt auf mhm. der Straße fotografiere. Und eben, die habe ich immer noch. Ja. Und wenn du mir jetzt irgendeine andere Reise oder andere Ferienviertel erwähnst, dann könnte ich jetzt auf meinem iPhone könnte irgendwie mhm. fünf Jahre zurück scrollen und dann ist die wirklich durch 400, <laughs> bis ich mal eins finde, das ich dir da zeigen will. Ja, ja. Weil ich habe dann wahrscheinlich 50 Mal den Strand fotografiert mhm. weißt? und ah, jetzt ist die Sonne nochmal etwas anders und, mhm. ich, und was, was ich auch, da, da bin ich immer so ein bisschen hier und her gerissen, Live-Foto, das ist ja so ein Ding. Und machst du machst eins und dann kannst du aber nachher immer noch auswählen mhm. von glaub, 26 Frames oder was immer, ja. weil es jetzt doch das Beste ja. ist. Und das nimmt halt dann immer so vom, vom einzelnen Moment, nimmt es ein bisschen weg. Ja. Oder? Und, äh, und ich habe ich, 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 für mich noch keine Lösung gefunden, wie ich das genau will. Haben. Habe eine, wie lange habe ich Picture of the Day? Habe ich das genannt? Habe ich gemacht. Ja. Von jedem Tag. Ein Foto, das ich den ausgewählt habe, das ist jetzt mein Bild des Tages und das habe ich in ein separates Album reingetan. und dann habe ich wie ein Tagebuch Ja. Yeah. und aufgrund von der einen Bild han ich dann einmal immer gesehen, was ich gemacht habe an diesem Tag. Yeah. Also das war das also noch lässig wenn, wenn es einfach nur ein Bild ist. Gut, du, eben, Du hast mehrere gemacht. Ja, ich habe yeah, ja. einfach gefunden, das ist jetzt heute mein Bild des Tages. Aber wenigstens, eben genau, wenigstens der Prozess zu sagen, ja. ich muss jetzt eins aussuchen. Mhm. Und mit also der oder Zeit, im besten Fall, es geht natürlich Tage, aber da habe ich einfach nur eine Foto gemacht. Kann. Genau. Und oder mit der Zeit dann sogar ja zu entscheiden, oh, das ja. wird jetzt mein Picture of the ja. Day, das mache ich jetzt. Ja, genau. Weil ja. Das ist eigentlich auch der Weg, das habe ich gerade letztes wieder gelesen. Und da ist mir das auch erst wieder bewusst worden, die Unmengen an Fotos, die wir machen. Was das eigentlich auslöst im Strom- und Ressourcenverbrauch. Yeah. Weil auch jedes Bild von uns dann automatisch irgendwo in eine Cloud aufgeladen yeah, yeah. wird. Yeah. Was, was das für Kapazitäten sind. Wenn du anschaust, wie viele Snaps das da gemacht werden und Fotos für, für Instant und yeah, yeah. alles Mögliche. Und jetzt auch grad wieder bei, bei den Kindern meiner Generation, das ist eine äh, die Flut, wenn man sich das vorstellt. Oder? Yeah. Ja. Und da eine Reduktion. Wäre sicher auch nicht schlecht. Warum hast du das Picture of the Day Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. <laughs> ja, weiß auch nicht. Ähm, vielleicht, will es eine gewisse Wiederholung gegeben hat. Mhm. Also ich habe es wirklich über mehrere Jahre gemacht. Ah, wirklich? Ja, ja. Ach so, ja, Nein, es ist nicht so, dass nein, es, es nur ich irgendwie. Nein, nein, ich könnte dir die Orte <laughs> also zeigen. Yeah. Und, ähm, ja. Und äh, ja, also, manchmal ist. Ich denke heute noch daran, mhm. das ist jetzt mein, mein Bild am heutigen Tag. Oder? Yeah. Aber wenn ich jetzt, also das, das, das probiere ich eigentlich immer noch zu machen, wenn ich jetzt heute irgendwann an ein Event gehe, heute ist jetzt etwas los, mhm. gut, das ist jetzt mein Event heute, äh, mit dir hier. Da. Dann, <laughs> dann, dann langen mir eigentlich ein Bild. <laughs> Nein, dann würde ich jetzt da von dir ein Foto machen. Yeah. Jetzt habe ich mein Handy gerade nicht da, weil wir haben es schön übergelegt haben. Das yeah. machen wir da immer. Dann wäre jetzt das, das ist jetzt mein Moment. Und dann brauche ich auch ein Foto mehr nicht. Yeah. Und dann schaue ich an, dann mag ich mich an alles wieder erinnern, was wir da geschwätzt haben. Das ist eben auch noch das Gute, yeah. was, was ein Bild von einem Tag für Erinnerungen kann, auslösen kann und führen holen. Mm -hmm. also wenn ich heute zurückgehe in die, in die Alpen hinein, ich habe dann das schön immer abgelegt, mm -hmm. Nach, nach Monaten angeschrieben, oder und, äh, kann ich irgendwie, was ich was, Mai 2017, mm -hmm. ein Bild. Yeah. Dann weisst du wieder, wo bist bin und mit wem. Also, äh, ein Bild rief, holt dir alles wieder führen. Das ist, das ist mega. Das, das habe ich schon in, in, in meinen 20 weil ich dort effektiv eine Canon Digicam hatte. Mhm. Weil du halt eben noch nicht mit dem Handy hast können und so. Und dann habe ich die halt auch bewusst mitgenommen an, an Partys und irgendwie ans Nachtessen. Und dann hat es sicher auch 100 Bilder gegeben. Aber es ist trotzdem ein anderes Fotografieren sehen und festhalten, wie wenn du einfach mit dem Handy schnell hier mhm. oben rumklickst. Um, genau. Und dann habe ich das nachher auch immer in einem Ordner. Getan. Und dann ist ich so wie gesehen, da irgendwie, keine Ahnung, Michael, sein 23. Geburtstag. Und das ist ein Ordner. Und das, also wirklich mehr in Events. Oder? Und, und irgendwann hörst du das auf, weil irgendwann hast du 20.000 Fotos in so ja. Camera-Roll. Und es ist eigentlich, was du sagst, es ist eigentlich bei all diesen Sachen ein bisschen bewusster das Ganze machen. Langt eigentlich schon. Mhm. Genau. Und, und, und irgendwie, natürlich, irgendwelche Algorithmen tun das für die dann machen. Auf einmal kriege ich gut Essen in Italien, <laughs> weil irgend, irgendeine irgende Programmierung gemerkt hat, dass ich das wahrscheinlich ich eher öfters einen Teller fotografiert habe als sonst, kreiert es mir einen Ordner, der heißt gut Essen in Italien. Dann kann ich dazu so durchschauen und so, sagen: Ah, ja, tatsächlich, da habe ich doch sieben, acht Mal einen Teller mit Essen fotografiert. <lacht> <lacht> so Zeugs. aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du selber die Entscheidung triffst und sagst. Das ist jetzt das, was wir machen. Das ist jetzt das, was wir irgendwie festhalten, wo man bewusst, wenn. Nein. Nah. Mhm. «Picture of the Day» finde ich eigentlich find eine ja, sehr Ja, ich merke, das ist eine gute Idee. Man muss sie auch ja wirklich wieder einführen. Ja. Weil, was ja auch noch interessant ist, ist, manchmal schaue ich ja wirklich erst alte Fotos wieder an, wenn, ich da, wenn der Fotorückblick kommt, der automatisch erstellt wird. Eben, das oder? ist ja so ein. ja. Der, der zeigt dir ja eigentlich manchmal dann, ah, du könntest die eigentlich die Fotos auch wieder mal anschauen. Also, warum macht man sie eigentlich, oder? Ja. ja. Und man schaut relativ wenig Bilder an, würde ich jetzt mal behaupten, von denen, die man... Und muss das ja schon gar nicht mehr irgendwie sortieren. Genau. Oder, oder in Ordner ablecken, also das, das mache ich auch nicht mehr. Aber wir machen immer noch in der Familie, ich habe jetzt wirklich immer eine Weihnachtszeit, mache immer ein Fotobuch. Mhm. Dass wir wenigstens, also von jedem Jahr, Momente 2022 wird das heißen, mhm. machen wir seit Jahren. Und dann äh, ja, hat jeder seine Seite in der Familie. Und dann ist einfach das alles einmal noch in einem Buch festgehalten. Das finde ich, das, das bringt es extrem. Yeah. Dass man dann die Auswahl hat über, über mehrere Jahre. Das finde ich super. Ja. weil irgendwie, Vor allem, wenn alle, wenn alle selber eine Seite machen, dann, dann merkst du auch, wie individuell ein Jahr ja, ein genau. paar Wahrgenommen wird. Ja, und so kommt eben auch aus, aus diesen Kameras raus oder aus diesem Speicher raus noch, noch Bildmaterial, ja. wo du dann eben selber auch gerne siehst. Ja, was, was ein Kollege mit seinem Vater immer gemacht hat, sie sind einmal im Jahr angesessen und haben eine Kamera aufgestellt, wie irgendwie die hier. Und haben einfach eine Stunde, zwei, wie lange immer, über das ganze Jahr zusammengeschwätzt. Mhm. Ja. Das ist so ihr Tagebuch geworden. Mhm. Und sein Vater ist dann leider gestorben und jetzt, jetzt macht das es mit, mit anderen Menschen mhm. aus seinem Umfeld, aber er hat es ja. dann weitergeführt. Das ist einfach irgendwie schon nur, nicht einmal, dass du das Video noch hast, das ist mega wertvoll, mhm. aber schon nur, dass du das bewusst machst. Mhm. Äh, löst nochmal etwas anderes in dir aus. Also es ist extrem wertvoll. Yeah. Ich probiere sogar immer schnell vor dem Einschlafen schnell meinen Tag nochmal revue passieren zu lassen. Yeah. Und das führt eigentlich eigentlich führt ja meistens dazu, dass ich merke ja, wie gut, das ist es auch haben und, mhm. und was ich alles cooles erlebt habe. Mhm. Weil was halt schnell passieren kann in der hektischen Welt und so weiter, dass du irgendwie Erlebnis zwar hast, aber dass die fast an dir vorbeiziehen, will das dass so schnell auf andere folgt. Yeah, yeah. Und wenn du nur schon das machst, einfach schnell einmal am Tag, dann denkst du, wow, ja, stimmt. Da bin ich heute und dort war ich eigentlich auch noch. Gewesen. Und diese Person habe ich getroffen und die auch. Und das war ein guter Moment. Und, ja. Vor allem, was dann eben passiert ist, dass wenn du, die, wenn du auch Jahre später ein Foto von einem Tag hast, dann bleibt dir, eben, dann kommen dir alle die Erinnerungen. Mhm. Viel besser zurück, mhm. weil du schon damals die, die Bewusster irgendwann mhm. abgespeichert hast. Genau. Und, und bei mir ist das zum Beispiel so eine Puzzle von äh, mini äh, Agenda. So nenne ich es jetzt mal, zwar auf die Kalender-App, ja. ähm, wo schon ziemlich detailliert alle Termine drin sind. Also, es ist auch, wenn ich spontan jemanden treffe, schreibe ich das noch schnell drin. So, ah, in einer Stunde treffen wir uns. Dann mache ich trotzdem noch schnell einen Kalender, dass es eben irgendwann mhm. festgehalten ist. Und dann kann ich das so sozusagen cross-referenzen mit meinen Notizen, <laughs> wo ich halt die ganze Zeit für irgendwelche Stand-up-Ideen äh, mhm. aufschreibe. Und dann kommt das auf einmal zusammen, weil dann merke ich, ah, wo ich keine Ahnung, 13. 13. März 2020, schlechtes Beispiel. Aber wenn ich jetzt das sage. <laughs> Was da war das? Ist ah, das war Lockdown. Ah, das weißt du noch. Also ja, 13. März. Okay. Ja, Freitag. Ah, ja, mal, das stimmt, weiss ich genau. Jetzt auch wieder, wie viele Events dort an Tag gerade abgesagt worden, genau. sind, wo ich moderiert habe. <laughs> ja. ja, genau. Ja. ja, stimmt, genau. Nein, aber ich sage jetzt keine Ahnung. Sagen mal 14. April. 2018, ja. Hm. Und dann schaue ich dort und dann merke, ich, keine okay, Ahnung, ich habe den Jan getroffen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und dann sehe ich, ah, an diesem Tag habe ich mir aufgeschrieben, irgendwie, Wieso im Verkehr Leute zum Teil rechts zu überholen? Oder was auch immer. Weißt? Und danach kommt mir schon wieder sehr bewusst, ah, das ist weil ich mit dem Auto dort zum Jan gefahren bin. Und danach hat äh, äh, so eine richtig dumme Sicht rechts und dann hat er noch gehaupt, oder weißt, irgendwie so. Ja. Und dann hast du so, so ganz kleine Sachen, die es dann wieder zusammenbringen. <laughs> hey, was hast du Aber, das Gefühl? Was hast du am 14. April 2018 gemacht? <laughs> Jetzt? Äh, Aber was ich, hast du das Gefühl? Was ist das Gefühl? Habe? We weißt du es? Nein, jetzt weiß ich es nicht. Ah, okay. Aber ich könnte es dir noch sagen und ich wüsste wahrscheinlich ja. noch sehr viel von dem Tag. Ja. Ähm, also merke, ich, dass ich, mein, mein Leben ist halt eben so nach Sportkalender auch strukturiert. Darum, wenn ich dann irgendwie April höre, dann mhm. weiß ich, ah, das sind sicher Playoffs gesehen. Ich, ich, ich verstand <laughs> ich, das. Irgendwo ich bin ich, oder das ist, bei mir ist das Jahr so saisonal eingeteilt, yeah, yeah. dass du mir irgendeinen Monat und eine Jahreszahl kannst sagen und dann ja weiß ich ziemlich genau also ja nicht genau über einem Tag vielleicht ist es am Mittwoch gewesen ist gar nicht gespielt worden der mhm. Playoff da habe ich etwas anderes gemacht aber das, das ist in meinem Leben ist das noch extrem mit Jahreszahlen, aber wenn ich immer gerade Events verbinde Olympische Spiele Weltmeisterschaften mhm. Hockey Leichtathletik Tennis Grand Slam Turnier was mhm. auch immer wenn das immer, Darum tust du jetzt gerade April 18 und oh, denkst sind sicher Playoffs <laughs> <Ja. lacht> <Ist mir grad lacht> Aber ich habe das, ja. hab das eben auch mit, mit, mit Shows mhm. und, und, und Programmen und so, kann ich, kann ich sehr oft ziemlich genau sagen, eben was gesehen ist. Mhm. Also ich weiss zum Teil recht gut, wenn irgendwie äh, im Umfeld jemand geheiratet hat und äh, grosse Sportereignisse, weiss ich nicht, weil ich weiss, oh, dann und dann ist das und das dort gesehen, sondern ich weiss, aha, ich hatte zu dieser Zeit, habe ich irgendwie die Show gespielt und nachher haben wir, äh, weißt du, in Deutschland Brasilien geschaut ja, genau. und, und dann kann ich es, aber genau wieder zusammen tun, weil wenn die Show gesehen ist, weiss ich noch, also ich kann es, ich kann von dem festhalten. Ich erinnere mich an vom Programm und genau. weiß gerade, ja, welche Saison, und was für ein Jahr das ist. Ja ja. Ich weiss dann aber mängisch, gar nicht, mehr, wer Meister worden ist. Das ist manchmal zu verrückt, <laughs> wie schnell, dass die Sportwelt dreht, ja. <laughs> dann wieder mal überlegen, wer hat eigentlich gewonnen? Ja. Also, das, es war, weiss ich genau, aber Ergebnis, manchmal, die Ergebnisse weiss ich nicht mehr so genau. Yeah, yeah. Ja, immerhin, also. ja, ja. Ja, aber also, immerhin. So mit Zahlen und solchen bin ich auch eher schlecht. Also ich, ja. Der, der ja, es gibt die, die Statistiken und alles irgendwie sie können merken können und das irgendwie immer wissen. Ja, dann bin ich der, der weiss, ja das kann ich nicht, aber darum kann man sie aufschreiben. Genau. Also. <laughs> das ist gut. Cool. Absolut. Mhm. Aber was, was du gesagt hast mit dem Tag Revue passieren lassen. Was, was, ich, was ich an dem auch spannend finde, ist, ähm, ich muss jetzt schnell ausholen, dass ich, die, die Kinder von meiner Freundin, die waren zum Teil nicht jetzt gerade schlafen und so. Und dann gibt es halt so Beziehungen, die man machen kann. Und eine davon ist, dass du dir überlegst, ähm, entweder sagst du es den Leuten oder denkst für dich, fünf Sachen von deinem Tag, die du gesehen hast. Mhm. Dann sagst du fünf Sachen, die du äh, gehört hast. Und dann sagst du fünf Sachen, die du gefühlt hast. Und dann machst du es mit vier: gesehen, gehört, gefühlt. Drei: gesehen, gehört, gefühlt. so. Und das ist irgendwie für das Hirn ist das eine wahnsinnig gute Methode, ähm, sich so anfangen, irgendwie zu reduzieren mhm. und so ein bisschen abzuschalten. Und was wirklich spannend ist, ist, dass, als ich es dann bei mir gemacht habe, habe ich dann auch gemerkt, es macht dich auch mega happy, mhm. weil du tust eigentlich automatisch fast nur, wenn jetzt wirklich etwas ja, ganz Schlimmes passiert, ja, genau. aber du tust fast nur positive Sachen ja. rausziehen. Das ist, für die mentale Gesundheit ja. ist das perfekt. Das ist wirklich krass. Hm. Du das zieht dich automatisch zu den positiven Sachen. Und es sind dann wirklich eben Sachen, wo der in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen hast, aber nachträglich ist es dann wirklich so, zum Teil, ich kann mal sagen, eine grüne Wiese, oder also du, irgendwie so ja, etwas, ja. etwas, etwas genau. per se Banales, ja, ja. hat oh, dann, so einen grossen Wert hat. Ja, der. hat dann oh. gleich so eine starke Wirkung mhm. gemacht und dann sagst du, oh, wow, das ist jetzt... Der cool, schade habe ich das noch nicht gewusst, wo meine Kinder waren, weil, obwohl ich es noch nie ausprobieren konnte, das würde ich sagen, <laughs> ja, das funktioniert. Es, es funktioniert. Wir bei es mit Kindern, es funktioniert das erste Mal bombastisch. Ja. Ah, okay. <laughs> und, und danach gibt es schon, nach ja. ein paar Mal gibt es dann natürlich schon wieder ja. den Trick, wie man das umhebelt. <laughs> ja, wird es dann schon zur Gewohnheit. Genau. Aber äh, äh, ich habe gemerkt, es funktioniert auch bei mir. <laughs> das ist ja das ist eben das, was ich gemacht, äh, gemeint habe: mhm. der Rückblick. Und ja. Das ist jetzt eigentlich so. Das ist noch eine, die ausbaute Version. natürlich. Das ist, noch, das ist die Profi-Version, die du da schon mitgehst und werde jetzt gerade <laughs> ausprobieren. Heute Abend mache ich das. Ja. Ja, also es ist wirklich. Äh, und und mein, das Gleiche ist ja eigentlich mit dem Start vom Tag, oder? Ja, ich genau. vor, vor dir vor eigentlich auch dort an. Und zwar nicht sich überlegen, was muss ich heute alles machen äh, Und irgendwie schon das Handy in der Hand haben. Und oft, bevor man überhaupt fertig überlegt hat, was man alles muss machen muss, haben ja irgendwie noch fünf Leute geschrieben. Zum Teil mit Infos, die man noch nicht kennt. Tag. Und dann ist es schon. Du bestimmst schon die, die in den Tag. Genau. Du bist schon nicht mehr im driver seite Dann ist schon passiert. <laughs> ja, nein, das geht. So in Tag ja. ja. Darum mache ich immer zuerst meine yoga am Morgen. Das ist, äh, ist wirklich das Beste, was ich machen konnte. Ja, was, was, was machst du? Ja. ja, es war so. Gewesen. Ich bin immer in die Hockey-WM gegangen. Und dann, wir haben immer Sport gemacht an der Hockey WM. Es ist immer wichtig, die Balance zu finden. Gerade wenn du so bei grosser Ereignisse, zum Beispiel, häufig die ganze Zeit irgendwo im Stadion rein bist oder irgendwie mhm. so, dass, dass die Balance ist. Und eigentlich war Joggen immer das Ding von Mario Rotaris und mir. Wir sind da, immer am Morgen sind wir im Hotel rausgeguckt und haben die Städte so angeschaut, je nachdem, mhm. wo wir gewesen sind. Und dann weiss ich noch, war die WM in Weißrussland, dort war er nicht dabei. Und Input ich nichts Von dem Land, Minsk nicht genau gewusst. Und, aber ich habe vorher beim Joggen immer äh, Krämpfe in der Wade Und zwar nicht irgendwie am Anfang oder so, weil ich schlecht irgendwie eingewärmt war, sondern nach der Hälfte von der Strecke oder eigentlich beim Wendepunkt von meiner Runde mhm. bin ich quasi, ich wir einfach, vier Kilometer in die andere Richtung gesprungen. Und dann habe ich einen Waddenkrampf und gewusst, ja, super Timing, jetzt muss ich heimlaufen. Yeah. Ich konnte nicht mehr. Können. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, könnte sein, dass da deine Faszien und so, die bräuchten vielleicht ein bisschen mehr Bewegung und äh, Aufmerksamkeit. Und Yoga ist dort überall so ein bisschen das Thema, jetzt probiere ich das mal aus. Da bin ich zu einem Yoga-Lehrer in Rapperswil-Jona, Nein, das war nicht mehr in Weißrussland gesehen. Nein, 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 das war schon vor Weißrussland. <laughs> so, ich ja. habe jetzt eben auch ausgerufen, wie ja. das entstanden ist. Und gesagt ich, ob er mir irgendwie was, äh, etwas beibringen könnte, wo ich dann hier da in Weißrussland irgendwie könnte machen. Ach äh, so, ja, yeah. ja machen wir doch den das Dann mhm. Bin ich irgendwie beim bei gesehen, haben mir das quasi wie miteinander geübt und dann bin ich dort auf Weißrussland und habe jeden Tag den Unengroß anfangen machen. Ja, yeah. dann kannst du. So, mehr Wiederholungen machen, je nachdem, wie du willst. Und auch der Rhythmus kannst du immer anpassen, je nach, je nach Atmung. Entweder du du bei jedem Atemzug ein- und ausatmen, die Übung wechseln oder die Bewegung, oder du haltest sie auch ein paar Atemzüge lang, irgendwie so. Mhm. Dann bin ich nachher wiedergegangen und habe das äh, nochmal verfeinert und trainiert. Gedacht, ich wusste schon, wie Yoga ging, bis ich dann in der Lektion <laughs> Nummer drei gemerkt habe, es geht noch viel mehr um. Es also, war mega spannend. Gewesen. Und seitdem mache ich das, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht besser in den Tag hinein starten. Yeah. Also so. Und ich, ich habe eben auch gute Arbeitszeit. Ich fange ja viel halt wirklich am, am Nachmittag dann an zu arbeiten. Weil äh, ja, vom Nachmittag um zwei bis Mitternacht arbeite ich halt häufig, mhm. wenn irgendwie halt kein Match sind. Das heißt, ich habe am Morgen immer noch Zeit, um in den Tag starten. Mhm. Ich muss nicht irgendwie aufstehen, hetzen, parat machen und, und aus dem Haus. Yeah. Und darum ist das für mich eh genial. Wenn das erste vom Tag, das passieren kann, eigentlich eben das ist. Und mittlerweile, ich, ich kann fast gar nicht mehr anders. als wenn ich dann irgendwann mal einen Termin am Morgen und irgendwie muss, muss ready sein, dann schaue ich wirklich, dass ich noch früher noch aufstehen kann. Mhm. Und das geht manchmal eben nur 10 Minuten. Also das ist das, was viele Leute total unterschätzen. De, was 10 Minuten für einen Effekt haben, wenn du yeah, jeden yeah. Tag eben machst. Yeah. Statt einmal in der Woche eine Stunde, jeden Tag 10 Minuten. Yeah. Immer jeden Tag 10 Minuten ey. egal was man macht oder übt oder tut. Mhm. Und das ist das war wirklich mega gewesen. wirklich auch eine riesige Steigerung von der Lebensqualität und so. Und das, ja. das ist das Erste, was du machst, wenn du aufstehst? Ja. Ja. Yeah. Quasi gerade im, Pyjama. Ja. Yeah. Yoga Matte ausbreiten und dann irgendwie gerade schon da die ersten Bewegungen machen. Und bist, bist, du denn schon irgendwie groß am Nachdenken über etwas oder ist, ist das einfach quasi das? Oder? Das ist einfach das. Und mit dem Vorher wirklich ja, genau mit dem starten und nicht mit dem yeah. Handy. Ja. Yeah. Und jetzt. dann ist der Körper einfach schon mal irgendwie parat. Und du, du merkst vor allem auch, wie die Energie eben schon durch den Körper fließt. Wenn mhm. du jetzt irgendwie die Hüfte öffnest oder den Ruck streckst und alles und dann, wie das, wie das in Gang gesetzt wird, dass der Körper dann eben funktioniert. Ja. Yeah. Das, das ist ein Rieseneffekt. Ja. Das glaube ich sofort. Mhm. Das braucht so wenig. <laughs> ja, und jetzt dann ich es mittlerweile so kombinieren mit. Mit, mit anderen Übungen zum Teil, dann wird dann, also weisst du, kannst du auch noch einen Liegestütz anhängen oder irgendetwas machen, keine Ahnung. Yeah. Aber dann hast du das wie schon erledigt. Weil, weil sonst an diesen Tagen, wo ich merke, jetzt muss ich am Morgen irgendwie einen Tag rein stressen, weil ich schon früh einen Termin habe, mhm. dann merke ich dann, ja, das sind ja häufig bei den Leuten, die dann sagen, ja, am Abend komme ich dann kaputt nach Hause und dann nochmal aufraffen, das schaffe ich dann wie nie. Yeah. Und darum mache ich den Sport wirklich den mache ich gerne am, am Morgen. Das, das habe ich ja immer gehört und ich konnte das nie können glauben, weil ich dachte, aber am Morgen bin ich so kaputt und boah, das bringt irgendwie alles nichts. Und dann habe ich gemerkt, du äh, bist schon nur kleine Sachen, das auf möglichst, möglichst früh schnell aus dem Haus, mhm. auf zum schnell spazieren ja. oder was weiß ich, dass, dass das eben erst dann wird Energie überhaupt aktiviert. Ja, also da, auch Homeoffice oder ja. gescheiter noch schnell einmal ums Haus herumlaufen. Genau. Genau. Und dann sitzen und mal den Unterschied feststellen. Ja, und dann hast irgendwie noch Tageslicht in die Augen ja. gekriegt, was, 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 was auch ich nicht schadet. Nicht gespuckt, ja. Ja. Und, und, oh. äh, und, und dann passiert viel mehr, ja. und, dann bist du viel mhm. aktiver schon viel aktiver. Alle Systeme im Betrieb. Genau. Ja. Aber das, das finde ich wirklich also Der Life-Changer für mich war, nicht mehr gerade aufs Handy zu schauen. Oder? Weil das ist, keine Ahnung was das was das neurologisch mit einem alles macht ja du wirst du nicht mehr weg aber, aber es ist du Gift, weil es ist wirklich no. die, die genau gleiche Message ist habe ich eine Stunde später nachdem ich eben mein gemacht habe habe ich auf dem Handy mhm. es hat für niemanden einen ja. Unterschied gemacht mhm. ob die jetzt am 9. oder am 10. beantwortet werden oder vielleicht zum Teil sogar den ersten nächsten Tag aber für mich macht es einen Walten Unterschied, weil wenn ich es eine Stunde später anschaue, dann ist nichts ein Problem. Also wirklich einfach nichts, weißt, egal was steht. Ja, ja. <laughs> Eben, ich schaue dann auch, dass ich noch schnell etwas essen, ja. etwas trinken kann. Das, ja, das sind ja die Sachen, die wir machen wollen, damit wir funktionieren, oder? Ja. Also mit dem Auto kannst du auch nicht losfahren, bevor es irgendwie aufgeladen hast, oder? Dürfst du schon aufladen? Ja. Dürfst du nicht mehr tanken? Genau, habe ich jetzt okay. grad gemerkt, was ja. es gesagt haben. Ich habe ja. Ja, ich kann ja nicht mehr sagen danke, wenn ich es laden muss. Ja, logisch. Ja, es ist mega. Ja, ja. Wir, wir haben ja ein anderes Auto. Wirklich? Mhm. Absolut. Kommt überall an top. Völlig easy. Super ruhig, das Fahrgefühl. Du fahrst eben auch ganz anders. Du, ihr wirklich mein Fahrverhalten hat sich verändert. Weil, ich, weil mir viel mehr bewusst ist, was das jetzt für Ressourcen sind, mm -hmm. die ich jetzt brauche zum mm -hmm. Fahren. Ja. Yeah. Und du siehst ja immer, wie weit komme ich noch der Ladezustand und und dann ja, merkst du ja, wenn ich jetzt auf der Autobahn viel schneller fahre oder wenn ich jetzt da innen beschleunige auf der Autobahn einfahre, ja, dann sehe ich einfach wie, wie viel Strom das, das braucht oder wie mm -hmm. viel Kapazität mm -hmm. und dann kann ich einfach darauf verzichten und merke ja alles gut <laughs> <Ich bin auch lacht> schneller. Ja, also so Sachen spannend auch yeah. mhm. ja also ich, ich denke für für, für für Care ähm, macht ich habe sehr sport Autoprüfung gemacht und das ist der äh, Öko Ökologisch äh, fahren ist, ist das schon ja sehr beigebracht worden. Wir hatten einfach irgendwie, de, je nachdem, einen Gang, mhm. äh, Gang mehr und ein bisschen vor, vorschauend. Äh, jetzt ist es gerade rot, das heißt, du musst jetzt nicht voll bremsen, wenn du 50 Meter vorher dort bist, sondern jetzt lass es mal rollen und vielleicht wird es wieder kriegen. Weißt so Zeugs, oder? Und ich denke, so für den Straßenverkehr absolut, oder? Wenn du zur auf eine Rennstrecke gehst, das verstehe ich das Thema noch. <laughs> es ist ein anderes Thema, Keine genau Frage. Aber ich finde eben, es sollte schon gar keinen Lärm mehr machen. Also... Ja. Ist aber, ist, das ist die Frage. Ist, ist schon ja, im normalen... Nein, aber es macht ja, wenn ich rückwärts fahre, macht es ja das Geräusch, damit man es hört. Ja. Wenn ich langsamer als glaub, 30 fahre, gibt es ja auch ein okay. elektronisches ja. Geräusch, damit man es hört. Und nachher ist ja dann mit der, mit, mit der Reifen, mit dem Lärm, der durch die Reifen entsteht, ist es ja eh hörbar. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass es völlig geräuschlos irgendwie da umdreckig um Was hat, ich oder? gemerkt habe, ist, äh, wo, wo ich ähm, mit dem Kollegen mit dem elektrischen Auto von ihm, wo wir äh, losgefahren sind und er dann gesagt hat, ja, wir müssen dann dort noch einen Halt machen, dann müssen es ein bisschen mhm. vollladen und so. Ähm, ich ich glaube, es hilft eben für die zum Teil Entschleunigung vom Leben, hilft dass du nicht einfach zu schnell Tanke, tanke und weiter geht's, sondern dass du eben ein bisschen besser planen musst, mhm. was mich so im, im Grundgedanken zuerst mega gestresst hat und ich denke, boah, dann müsste mir das und das. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist es gar nicht schlecht, dass man sagt, hey, und jetzt sind wir einfach mal schnell eine Stunde da und dann kann man eben vielleicht noch einen Kaffee trinken und irgendwie anders als bei der Raststätte schnell. <laughs> Absolut, ja. Eineschaufeln, ja. so, oder? Ja. Aber ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das. Äh, wie sich das weiterentwickelt, mit den elektrischen Autos und, und all diesen Sachen. Ah, die Geschichte ist geschrieben. <laughs> ja, der, die Geschichte schreiben ja der Automobilhersteller. Ja, jetzt gerade. Aber ja. ich, ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch ein, bisschen ein Trend, weil es gibt ja immer noch Diskussionen, ist jetzt der, der Akku, der momentan eingebaut ist, ist der jetzt wirklich hm. nachhaltiger als irgendwie, wenn du eine Benziner fährst und alles diese so äh, Aber auch da gibt es, also finde ich, haben wir natürlich sehr intensiv mit dem ja. auseinandergesetzt. Eben, es Und gibt Thune, was alles verbreitet wird, was nicht stimmt. Mhm. Also zum Beispiel, was ich, zum Beispiel, was man sich ja gar nicht bewusst ist: Es hat jedes Auto eine Batterie. Ja. Jeder Verbrenner, der Batterie, würde ja gar nicht fahren. Genau. Also alles, das was abbaut werden muss für, für die Batterie, das, das ist ja schon immer so Sonst also, ja. Das würde das Auto nicht fahren, oder? Ja. Denn muss man immer das in Relation setzen oder Erdölgewinnig. Was wird da genau... Logisch. Ja, Umweltdaten weil data und so weiter und so fort, aber... Äh, Nein, ich, ich finde es ich eher spannend wegen... Äh, Nein, ich wollte nur wegen der Automobilhersteller sagen, du musst dir vorstellen, das sind ja Leute, die haben Benzin im Blut. Für die muss ein Motor <laughs> eigentlich tönen. Ja. Yeah. Das sind Motoren, die repariert worden sind in diesen Werkstätten und so weiter, oder? Also das ist ja die Automobilindustrie, die kommen ja von dort, oder? Und die haben ja entschieden, diesen Weg den können wir nicht mehr gehen. Der, der, der geht nicht mehr. Oder? Und die setzen jetzt auf die Elektromobilität. Ja. Wo sie wissen, die Werkstätten wird sie irgendwann nicht mehr brauchen. Oder, oder sehr reduziert brauchen. Weißt? Also die haben ja auch diesen Entscheid getroffen. Und die hätten das nicht getroffen, wenn die sich nicht mit allem auseinandergesetzt hätten. Wenn das keine Zukunft hätte. Wenn das nicht der richtige Weg wäre. Ja, verstanden ich. Und gewisse, gewisse sind sogar sehr frie, mit irgendwie, ich glaube Volvo ist 2028 schon nur noch elektrisch und ähm... Auch die VW gehen da... Ja, und, ja. und, und eben viele sind, sind dann nachgezogen. ...Konzern, die da, ja. Ich, ich frage mich mehr, ob es zum Beispiel irgendwann, äh, was ist Wasserstoff? <laughs> Das bringt es aber nicht, weil zum Wasserstoff herstellen brauchst du sehr viel Strom. Yeah. Das ist ein Schritt zu viel, den okay. du Maschine, denn der Strom, den du eigentlich dann schon hast, den kannst du eigentlich schon im Auto einsetzen. Yeah. Und okay. für Wasserstoff produzieren, yeah. braucht es da, eben, das kommt dann immer wieder so sagen, das doch, Aber jetzt setzt man ja seit weiß ich, was 20 Jahren auf Elektromobilität mhm. und da ja, ist man schon viel, viel weiter, mit den Ladestationen und mit all dem. Also yeah. Wasserstoff würde glaube ich nur Sinn machen für Voor Bussen of Lastwegen, voor. Wie nennt man dat Verkeer? Niet voor de Personalverkeer, mm -hmm. sondern meer voor äh, de grossen. De öffentlichen. De ja. öffentlichen Verkeer, alles. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Wobei, eben, ja, dat zijn we fast politisch. <laughs> ja, maar ik vind het spannend. Ik vind het wirklich spannend. En het Gleiche is ja ook met de ganze Schifffahrt. wo jetzt auch zum ersten Mal ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, vielleicht machen wir es jetzt nicht mehr ganz so, ja, voilà. wir haben es die letzten Jahrzehnte gemacht Ja, es wird, es wird sich extrem viel verändern. Ja. Äh, von dem her, also, ja. Und jetzt haben verschiedene Ereignisse dazu geführt, dass jetzt äh, ja, die Dringlichkeit plötzlich auch grösser wird. Also das ist ja schon spannend. Also wenn du sagst, die, die Geschichte ist geschrieben, hast du das Gefühl, <laughs> dass das, das, das bringt auch? Äh, Im Sinne von, wird, wird das ist jetzt eine große Frage, aber ich meine es ernsthaft. Äh, wird die Erde durch das gerettet? <laughs> durch das allein? Ich, nein, nein. Aber, so aber ich glaube, die Geschichte, ist... Geschichte ist geschrieben, meine ich, dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird. Ja. Dass du dir gar nicht mehr irgendwann überlegen musst, ob du einen, einen Verbrenner also, kaufen kannst, dann gar nicht mehr. Also, weißt, ja, ja. Ob du mal wirst ein Elektroauto fahren oder nicht. Das ja. habe ich gemeint. Das ja, ja. ist, glaube ich, geschrieben, diese Geschichte. Oder? Ja. 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 ja, das auf jeden Fall. Obwohl, jetzt muss ich noch etwas sagen, obwohl es schon geniale Entwicklungen gibt, ich glaube jetzt der ETH ist dran, und äh, so wie die der Amag ist, äh, ist irgendwie auch involviert. Es gibt ja Oldtimer-Fahrzeuge, das ist ja Kulturgut, mhm. oder? Die haben jetzt halt den Verbrenner drin. Mhm. Und solche Fahrzeuge sollten weiter betrieben werden, aber eben auch CO2-neutral. Mhm. Und jetzt gibt es ja ich glaube, eben, glaubt, eben die ETH macht das. Du kannst CO2 aus der Luft nehmen. Mhm. Dass wir gewonnen, geht irgendeinen Prozess rein und aus diesem Prozess gibt es dann Benzin am Schluss. Wirklich? Ja. Und dass der Kraftstoff, so gewonnen ist, würde man dann zum Beispiel für die Oldtimer benutzen. Yeah. Den fahren jetzt zwar immer noch mit einem Verbrenner, aber sie sind in dem Sinne CO2-neutral, weil es ist CO2 ist. Wo, wo yeah. ja. yeah. So Sachen sind möglich. Yeah. Das mega, mega, oder? Wenn ich, so sage, dass, wenn ich so Sachen höre, denke ich manchmal, uff, vielleicht muss man die Hoffnung manchmal nicht ganz aufgeben, oder? Also, dass, dass es eben schon noch gescheite Köpfe gibt, ja, die sich Sachen überlegen. Ja, ja mein, mein Traum wäre immer gesehen gewesen, so einen so eine 68er Mustang einmal zu fahren. <laughs> eben, und dann müsste ich dir da irgendwie bedanken können, voilà, und vielleicht ist dann das irgendwann auch mal möglich. Ja der Welt, dass es so funktionieren kann. Oder? Ja, und was ist Es geht, glaube ich, um das Kerosin. Irgendwie. Flugzeuge werden ich, noch länger das brauchen. Mhm. Und ich glaube, es wird Kerosin gewonnen und wir als Abfallprodukte Öl oder Benzin. Yeah. Sorry, wenn ich jetzt da falls jetzt etwas falsch erzählt hätte, aber habe ich irgendwie so mal aufgeschnappt, aber für einfach das, so. Für das gibt es Podcast. es ja. wird auch mal irgendetwas erzählt. Und nein, dann nein, dann nein, irgendetwas soll es nicht sein, so, aber, aber einfach, ja, dass es so in, in, etwas geht in die Richtung. Und was ich sehe an der Ostschweiz, wie, wie jetzt das schon, schon geheizt wird, ist in dem, dass eine, so eine Wechsel, du hast beim See, hast du so eine Wechselanlage. Mhm, genau. Das finde ich ja mega geil. Also das äh, Hockeystadion in Zug funktioniert ja zum Beispiel so. Ah, oh wirklich? Auch? Oh. Ja, da gibt es eine Verbindung zum Zugersee. Ja. Und da geht es ja auch um Abwärme. Mit der Abwärme wird ja ganzes Hochhaus nebenan ja geheizt vom Hockeystadion. Genau. Und es ist irgendwie so ein Wechselbetrieb, mhm. dass du, du nimmst eigentlich... Äh wie ist das jetzt gegangen? Im Winter nimmst du die Wärme vom Wasser, um es zu heizen, und im Sommer gibst du es wie ab an den ja. See oder so. Etwas. Ja, und vor allem das hat es damit zu tun, wie, wie äh, von wo du das Wasser genau nimmst. Also wenn du es von ganz unten nimmst, mhm. dann ist es anscheinend wärmer wieder, weil es näher an der äh, okay. äh, an, an Erdkern ist, je nachdem wie tief halt der See ist. Oder? Aber nö, näher am Artkern ist Und dann ziehst du das Warme rein und dann das Kalte wieder raus und irgendwie so. Mhm. Und so kannst du heizen und so kannst du auch äh, ein bisschen Energie gewinnen. Ja. Ich finde so ziemlich. Da der Christoph in der Video. Was ist das jetzt da? Wie heißt das, das ist irgendwo in Zug, glaube ich. Ich ah, weiß das? nicht, was das für ein Video ist. Wir müssen mal schauen. Ist das vom Hockeystadion in Zug? Nein, Oder warte mal, wo ist es? wären wir also aus dem See. Also ich <laughs> sehe einfach <laughs> irgendetwas. Wie lange lang ist das eigentlich schon dran? Ein bisschen über eine Stunde. Wir machen immer lang, machen immer lang. Nein, also ich muss mich hier um die gespeicherte Energie nutzen zu können, wird Wasser aus dem See gepumpt. Dabei wird es bereits an der Fassung gefiltert. Das Wasser kommt in einen Wärmetauscher. Dort wird die Wärme des Seewassers an ein Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Das gasförmige Kältemittel wird durch einen Kompressor geleitet, wobei sich das Temperaturniveau des Kältemittels erhöht das kältemittel überträgt die gewonnene energie an das wasser im wärmenetz des wärmeverbundes das wasser wird vom leitungsnetz an angeschlossene liegenschaften geführt dort wird die energie von einer übergabestation an den heizkreislauf Ach, der liegenschaft übertragen. Also es gibt irgendetwas, so etwas, was mir jetzt gerade erzählt Also schlussendlich also? sind es fünf verschiedene äh, Wechselgeneratoren oder wie man es auch immer nennt, wo dann immer wieder warm zu kalt und äh, es ist mega spannend. Mega, finde ich auch. So Zyklen gerne. Oder ich finde eben auch äh, ja bei all diesen Diskussionen ähm, interessieren mich so Sachen, wo, dann, wo ich dann sehr inspirierend finde, weil ja so wie, wie die Welt heute irgendwie sich dreht, mhm. ja. Machen also wir da zwischendurch schon sehr große Sorgen, was dann alles passiert und fürs Zukunft und was es da für, für Potenzial gibt für gesellschaftliche Konflikte. Ich meine, allein jetzt in diesem Winter mit diesen ganzen Themen und so weiter, oder? Ja, yeah. und, äh, und es, es zeigt einfach für mich, und ich meine, ich, ich bin noch nicht so lange auf der Welt, aber ich, ich habe das Gefühl, die Sorgen und Probleme, wo, wo, wo man mittlerweile hat, die kommen schon sehr viel öfter und schneller und intensiver als auch mhm. äh schon. Aber das ist logischerweise nur eine Momentaufnahme, wenn du dann geschichtlich schaust, hat es immer wieder gegeben. Aber mhm. was es halt noch nie gegeben hat, ist, dass die Welt sich so viel schneller weiterentwickelt hat. Ja, oder dass wir in unserem Leben mit solchen Sachen konfrontiert wird Ich meine, yeah. äh, ja, es hat da viele Generationen, gegeben. die haben nur Aufschwung immer erlebt und Boom und alles und so weiter. Und jetzt plötzlich sind einmal andere Zeiten da. Und letztens habe irgend ich irgendwo gesehen, hat jemand gesagt, Weißt du, Party ist vorbei, die Musik spielt nicht mehr, aber wir sind immer noch am Tanzen. Und das habe ich eigentlich noch ein gutes Bild gefunden. Ja, vielleicht ist das wirklich jetzt einmal so bei uns, dass jetzt die Musik einmal nicht mehr spielt und Aber sie kann dann durchaus irgendwann wieder spielen. Aber vorher müssen wir noch ein paar Sachen klären oder, oder anschauen. Oder unser Verhalten einmal überdenken. Statt, weiß jetzt eine, eine endlose Party... Oder? Die Frage ist eben, sollte man dann trotzdem tanzen, oder nicht? Ja, ja, nein, eben, das, das sehe ich genau <laughs> gleich wie du. Ja. Yeah. Genau, das hat mir Tanzen gefallen, weil das Tanzen finde ich immer gut. Yeah. Lebensfreude und genau. Begegnungen und Austausch, genau. Also, so will ich es eigentlich auch nicht yeah. verstanden haben, aber ich einfach mal so schnell, dass man sagen muss, du... Ähm, aber man kann es natürlich verschieden verstehen. Ich sehe ja, es kann, das Tanzen als genau. Lebensfreude, oder? Ja, richtig, und, genau. Und, und äh, ich, so wie du es vorher erzählt hast, ist es wahrscheinlich eher das Tanzen ist so... Die Leute haben es noch nicht gecheckt. Ja, genau. Und, das und Musik spielt nichts. nicht mehr und ja. sie tanzen immer noch. Und nochmal noch ein Glas Champagner rum, haben und kümmern sich ein was morgen passiert. Ja, ja. Das war mehr das, yeah. das Bild, das hier da gezeichnet werden soll. Aber ich finde es gut, dass du gerade mit deinem Input kommst. Weil ich da auch würde sagen: nein, nein, also lachen und tanzen finde ich, ja, das ist. Äh, das kann man auch mit wenig, oder? <laughs> für das muss man nicht viel haben. Man Aber es ist ja eigentlich nicht einmal Musik, haben, die spielt, damit genau, man kann tanzen kann. Genau. Oder? genau um Aber was, 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 was schon faszinierend ist, ist, dass irgendwie dann kommt die, die Pandemie und irgendwie alle, alle verändern sich und alle merken, ah ja, ein bisschen Reduktion und vielleicht das und so, oder? Und, und jetzt dann kannst du wieder für, für 30 ja. Franken auf Barcelona oder Berlin fliegen. Und, also irgendwie. Eben, es darf nichts kosten, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass es genau. nichts kostet. Dann Im stimmt ja irgendetwas im Kreislauf, nicht, wenn das, wenn das so wenig kostet. Oder? Dann sind wir wieder bei dem, oder? Und wenn du eine höchst setzt, bist, du sogar CO2-neutral. <laughs> ja, voilà, genau. Du kannst eine Kompensationszahl für 2 Franken 50 Jahre lang sicher. Oder ja. ja, genau. Oder? Von dem müssen wir irgendwann mal wegkommen. Ja, ja. Und das, das finde ich eigentlich spannend. Dass irgendwie, du merkst, so, äh, hat es wirklich etwas gebracht? Wahrscheinlich nicht. Ja, wenig. Wobei, komisch musst Thema, wo, wo, das Thema, das ja auch noch nicht erledigt, jetzt sind ja, wer hätte gedacht, dass dann gerade so viele andere Themen jetzt yeah. gerade noch hinten reinkommen? Yeah. Das ist ja, oder? Das ist das Verrückte, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Yeah. Ja. Ja. Möglichkeit zu hinterfragen und irgendwie probieren, die Nerven nicht zu verlieren. Das dunkelt <laughs> mir. auch ja, für den Winter dunkelt <laughs> mir, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges irgendwie. Das glaube ich auch. Und, und ich, ich glaube ich glaub wirklich, dass, dass, man, dass man halt immer bei allem, was passiert, dass man halt gleich die fünf Minuten, zehn Minuten äh, am Morgen und so und oben, dass man bei sich selber anfährt. Weil, weil, weil dann kann alles andere auch ein besser im Gleichgewicht behalten werden. Also, weißt, wenn, wenn, also wenn ich mir würde sagen, ich kann ja eh nichts ausrichten, dann traue ich mir eigentlich gar nichts zu. Yeah. Also das finde ich immer, wenn, wenn Leute sagen, ja, was soll denn ich schon machen? Ich bin viel... Klein und mir überhaupt zöllt doch zuerst mal die anderen, mhm. das, ja, so will ich gar nicht durchs Leben gehen. Mhm. Dann, dann, dann machst du dir gerade wertlos in dem Moment, wo, wo du das denkst oder sagst. Und eigentlich müsstest du schon sagen: Ja, wohl, auch, auch ich, sogar ich hätte die Power, um etwas zu verändern. Ich meine, das ist ja eine Lebenseinstellung. Wenn du das würdest denken und sagen, dann wäre das immer so in deinem Leben, bei ja. allem, was du machst. Nicht jetzt nur bei dem einen Thema, das so riesig scheint und yeah, so unlösbar yeah, yeah. scheint, sondern ich finde eben diese Einstellung, diese Denkweise, die sollte man die sollte man immer haben, Mal auch ich auch ich kann etwas bewegen, etwas machen etwas verändern, bei mir selber, bei anderen Ich, ich bin dort immer äh, äh, also früher bin ich sehr klar äh, wahnsinnig äh, ego- und ich-bezogen und danach habe hat, hat ich gemerkt, dass es mir viel besser geht, äh, zu wissen ähm ja eben, so, so, viel, so viel Wert ist das jetzt auch nicht, oder? Und irgendwie so, so nachhaltig äh, ist, ist mein Arbeiten nicht und all das Zeugs. Und das hat mich eigentlich sehr, hat mich sehr beruhigt, oder? Quasi, du bist nicht so wichtig fürs Ego, mhm. habe ich gemerkt. Was ich aber mittlerweile merke, ist, dass es eben schon nicht unwichtig ist, was man dann äh, in der kurzen ja, Zeit Ja, ich, ich weiß was du meinst. Wenn das du sagst, ich bin wichtig und alles, und was ich jetzt ja. mache, dann hast du einen gewissen Druck, jetzt auch, wenn du... Ja ich und, und bist du bist meistens auch ein Arschler. also weißt, ach so aha, nein, das musst du nicht sagen wegen dem nein aber ich bin hm. mir so gesehen also, es aha, ist denn okay. es ist es ist wirklich ich habe gemerkt es gibt eigentlich die Balance fürs Ego ist es wahnsinnig wichtig zu sagen dass hm. man unwichtig ist und aber für, der, für ja, den ja. Impact ich bescheiden bleibt trotzdem und, und Demütig für, aber für den Impact ist es genau wichtig ja, was du vorhin genau. gesagt hast hm. dass man merkt doch ich kann irgendetwas hm. Verändern. Ja. Ja, eben, schon nur bei einem selber und dass man das irgendwie kann weiter übertragen ja. äh, bringt wahnsinnig viel. Mhm. Also, ich, ich bin mal erstaunt, wenn, wenn, wenn Leute sagen, du, du bist so positiv, wo ich dann so denke, also, wie, wie beschissen geht es den anderen Menschen, ja. wenn sie schon das Gefühl haben, ich bin positiv. Ja. Weißt? Und ich, ich schaffe daran, mhm. aber ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, Nein. ich bin der positivste Mensch. Aber ja. schon nur, dass man da Impact im Kleinen kann, mhm. ist wieder wahnsinnig wichtig, ja. weil wir sind sehr wahrscheinlich die einzige, zumindest so entwickelte. <laughs> ja, warte ab. <laughs> so wie man es jetzt weiss. Ja? Wie, so wie wir es bis jetzt wissen, genau. Auf, auf einem kleinen Planet, in, einer, in einem riesigen Universum mhm. und äh, man weiß nicht, wie weit das geht und so weiter und so fort. Und wenn, wenn man es falsch macht, dann, dann könnte das tatsächlich auch vorbei sein. So, und, und dort merkst du dann schon, es ah, mhm. macht irgendwie schon etwas aus, wenn man, wenn man selber mhm. etwas verändert. Ja, es gibt auch sich ja. und man hat ein gutes Gefühl. Also, ich ja. finde eben, du, du, man darf so egoistisch sein, dass man so für sich schaut, dass es einem gut geht. Aber natürlich immer, indem man andere respektiert, indem man die mhm. Natur andere Menschen respektiert. Das ist für mich immer klar, dass es das so ist. Aber ich meine, so weit egoistisch zu schauen, was, was brauche ich, damit ich mir gut haben, was muss ich da erschaffen. Weil, wenn ich dafür schaue, dass es mir gut geht, dann muss schon mal niemand anders dafür schauen, dass es mir gut geht. Das mhm. hilft nämlich anderen auch. Absolut. Wenn ich gesund bin, mental gesund bin, stabil bin, balanciert bin, dann hilft das eigentlich, Leute rund um mich herum auch. Also wenn, yeah. wenn das einmal nicht stimmt, wenn ich immer nur für andere da bin und für andere schaue, aber mich in diesem Prozess völlig vergessen und es mir eigentlich schlecht geht, dann muss sich irgendwann jemand anderes um mich kümmern und schauen, dass es mir wieder besser geht. Mhm. Also so finde ich, schaut mal für sich selber und dann ist man mal da ist bereit und steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Oder? Yeah. Und dann kann man schauen, was hat man für einen Impact auch für, für rundum, oder? Dann bin ich ja mal fit und parat und kann dann auch mithelfen, etwas anderes zu bewegen. Das ist so. Zu dem Schluss bin ich jetzt so, gekommen, bis jetzt in meinen aber 50 ist, Jahren. Ja, das finde ich. Und habe gemerkt, aber <laughs> dass ich auch, dass es lange Prozesse gsi Und wenn ich jetzt die höre, dass ich so ein denn merk, ja, da erkenne ich mich auch ja. auf dem Weg. Weißt du, ja. bin ich auch mal dort. Gewesen. das sind wirklich verschiedene Prozesse, die irgendwie da nötig sind. Wo, wo, ja, wo, da, damit man seinen Platz findet und, und wie viel kann ich für mich nehmen, wie viel für andere und so weiter, das ist, das ist immer so eine, ja, eine Fragestellung, die ja. einem umtreibt. Aber also, kann, das ist für mich so die Definition, die ich gemacht habe, das stimmt. Also, so wie kann ich jetzt auch sagen, das nehme ich jetzt für mich raus, weil das brauche ich jetzt für mich. Und dann stimmt aber bei mir auch die Balance. Oder? Das kann ich absolut so äh, unterschreiben. Und so wahrscheinlich einmal im Monat habe ich aber das Gefühl, es, es muss nur um mich gehen und ich beherrscht Wald die so, Welt. Ja, nein, eben, okay, aber das wenn das dazu Anflug. hilft, ja, ja. dass du, du Berat und fit bist und andere, oder? Und dir niemand anders muss helfen. Ja. Yeah. Ja, okay. Yeah. Ja. Aber es ist, ist, ist schon noch faszinierend, wie. wie mhm. ähm, ja, weil es dann auch immer so hin und her schwankt, oder? Mhm. <laughs> ja, es ist so, das Leben schwankt hin und her, permanent. Ja, <laughs> so, wir hören bald auf, aber äh, nur noch ganz... Sie sind, da, also sind eh schon alle eingeschlafen. Nein. Wenn sie es gut gemacht haben, haben sie das gar nicht mehr gehört. Also gut, wenn wir es gut gemacht haben, dann sind sie eingeschlafen. <laughs> aber irgendwann verwachen sie ja dann wieder. Und dann. wenn wir es ganz gut gemacht haben, dann sind sie trotzdem noch am Losen. Ja, das und machen das jetzt ja alles, was wir gesagt haben, und setzen es um. Ja, äh, was mich aber noch wundert hat, ich meine, jetzt von jetzt vor dieser K-Saison okay an, mhm. das heißt, der Sommer war bei dir eher entspannt? Gse. Geht so. Wir hatten eben, wie gesagt, viele so Workshops, gehabt, weil ja. wir so ein neues Programm geschafft haben, eine neue Ausrichtung, ein neues Format und allem. Und ich habe viele Events moderiert auch in, in dieser Zeit. Ja, die, die, die am 13. März 2020 alle abgesagt worden ja, sind. Ja, genau, solche Events, die <laughs> ich eben auch immer wieder. Nein, ein paar Sachen von dem, was ich heute gesagt habe, habe ich eben wirklich dank solchen Events in Erfahrung bringen Es yeah. ist sehr spannend manchmal, wenn man für ja, diverse Firmen so Events moderiert. Das sind zum Teil Kaderveranstaltungen von diesen Firmen. Mhm. Und da und bekommt man immer auch, auch etwas mit, wo, wo dort habe ich sehr viel lernen kann, zum Beispiel eben auch über Elektromobilität. Yeah. Das ist einfach so by the way. Yeah. Ähm, ja, das habe ich moderiert und dann gleich haben wir auch eine Ferien gemacht. Also monatelang habe ich wirklich Ferien gemacht. Es war sehr wichtig, gewesen, weil es eine sehr intensive Zeit war. Im August ist es schon wieder los. Äh, mit mit Vorbereitung aufgleisen, auch, auch noch ein paar Events moderieren. und Jetzt, jetzt ist die so da. Ich freue mich mega, es wird die beste Hocke saison auf allen Zeiten. <laughs> haben wir glaube auch schon gesagt aber das mal stimmt nein ich, ich nur die Schweizer gehört, National League ist is, is mega da ist Qualität in die Liga reinkommen mit Spielen. gerade was ich habe noch gehört he es hat ein paar große Trades gegeben. extrem also es ist natürlich der Hintergrund sehr sehr tragisch was passiert ist wegen dem Angriff, Angriffskrieg von der Russen der Ukraine yeah. äh, ist die KHL die die, die russische Liga ähm, äh, zum Glück nicht mehr begehrt für viele Spieler aus okay. Schweden und aus Finnland, die nicht mehr dort spielen wollen, die wo, wo sich zurückgezogen haben, ihre Verträge aufgelöst haben, viel Geld verloren haben, auch, mm -hmm. weil sie Verträge aufgelöst haben. Und äh, ja, und jetzt sind die plötzlich auf dem Markt gewesen, wo sie was nicht auf dem Markt gewesen wären. Und die hätte man auch können für, äh, für Preise engagieren können, die absolut unter ihrem Marktwert sind, weil sie auch einfach keine Alternativen mehr hatten. Yeah. Weil man einfach in der Schweiz immer noch sehr gute Löhne zahlt im Vergleich mit anderen Ligen mm -hmm. in Europa weil Nordamerika für die kein Thema war, sind sie wirklich in die Schweiz gekommen, weil es als Angebot von so vielen Spielern hat's auch für alle genug gehabt. Also Darum hat man jetzt wirklich absolute Top-Cracks. Weltmeister, Olympiasieger bei mhm. uns in der Liga, die man sonst nicht bei uns gesehen hätte. Und das muss man für Clubs aber eben auch sagen, zu Preisen, wo, wo, wo die sonst äh, nie, nie verfügbar gewesen wären. Und, äh, ja, und ich, eben, ich bin eben nicht einer, der ein Gegner ist von diesen sechs neuen Imports aus Ländern, die man pro Team kann. Sondern ich finde, hey, das ist die Chance für uns Hockey, yeah. dass sich die Schweizer Spieler, eben können, weil die Benchmark ist jetzt einfach auch da, die Bände zeigen, yeah. wo man her muss, wenn man international und an der Weltmeisterschaft wirklich erfolgreich sein will. Dann muss man dort dahin, wo die sind und die sehen jetzt, dass die Schweizer spielen eigentlich in jedem Training mhm. und das muss der Ansporn und das muss es sein. Klar gibt es zwei Ausländer, die jetzt mehr spielen und pro Team zwei Schweizer, die dort den, den Platz nicht yeah. haben, aber dann muss man sagen, okay, was, was muss ich dafür tun, was machen die, was haben die gemacht, dass die dort angekommen sind, mhm. so probiere ich. Das sehen, ich, ich freue mich mega auf die, auf die Match mit diesen spektakulären Spielern, die ja, jetzt gekommen sind. Trotz der spektakulären Spieler kostet es aber immer noch gleich viel. Gell? Hey. Das ist ja Wahnsinn. Blech, wir haben vergessen den Preis <laughs> Nein, natürlich nicht. <laughs> ja, genau. Und wir haben die Champions Hockey League noch oben drauf, der auch noch im Portfolio ist. Ja. Und äh, ja, ich finde, es ist ein super fairer Preis für so viel Hockey, wenn man schauen kann. wo du Fair gemacht hast, bist du gut gelaufen. Ja. Der de, de Zuckerlui oh. ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, äh, äh, du hättest gesagt, wir müssen wir, wir mal zu dritt wir mal, mal gehen. Dann hat seit gesagt, ja, wir können gerne mal gehen. Hey, unbedingt, wir, wir müssen golfen. Ich habe jetzt mein ja heute. <laughs> Grace Stroke so heisst du, ein Golfer -Verbund, wo der Golferverbund, der dazugehört, wenn auch dabei ist. Wirklich? Ja, es ist eine mega coole Gruppe, der Frank Baumann. Yeah. Hat auch Golfgruppen gebildet und wir gehen einmal im Monat zusammen golfen, es sind ganz verschiedene Leute dabei, aus Unterhaltung, Sport, Medien, Ärzte, Anwälte, Handwerker, alles Mögliche, yeah. findet man bei uns und äh, ist immer cool, mit solchen Leuten golfen zu gehen. Also Golf, Golf gehört immer dazu. Okay. okay. Ja, und was steht vom Leben Hast du gesehen? Make par, not war. Ah, schön. Sehr schön. Ich sehe, es, ich sehe es, sehr dunkel, aber ich sehe es ein bisschen. Das Licht da ist... Ja. Doof, ja. Auf, auf der Kamera sieht man es besser. Steh mal auf. <lacht> so <lacht> ja, so Ach, ist gut. Auf das so. Total, ist perfekt. Mhm. Ja, das, das ja. ist richtig geil. Cools Leben. ja. Yes. Ja, ich bin ein äh, bisschen besser geworden, aber noch nicht viel. Ja, ich Sprich, ich habe mehr Spass. Das ist eigentlich das Tolle das ist immer gut aber Golf braucht extrem viel Übung es ist halt so weil es so wahnsinnig schwierig ist es ist so wahnsinnig schwierig und darum machen wir es ja yeah. weil es uns so fordert und äh, weil, man, weil man das immer wieder erreichen will dass man den Ball richtig trifft ja und wenn wenn das irgendwie kriegst, dann, dann macht es ja viel mehr Spaß und und wo ich, wo ich jetzt wieder äh, mehr machen so wenn nicht gerade mega Covid ist Machen wir eigentlich immer so eine Auffahrt, machen wir so ein Weekend in Bayern. Wo dann halt mhm. eben auch ein Pro dabei ist ja. und dann machst du bei 18 ja. und so, oder? Bringt ja, es extrem. Es bringt es wahnsinnig. Vor allem, weil dieses Mal der Pro gemerkt hat, dass mein Schlägerset absolut Kacke ist. Nämlich, dass ich so Blades habe. «Oh, Blades, yeah. Ja. gut.» «Ja, dann habe ich gemerkt, dass ich für das eigentlich gar nicht so schlecht spiele, aber ich verhacke halt auf jede dritte komplett, oder?» «Okay.» «Und dann hat er gesagt, wir war mal mit anderen Schlägern? Und dann habe ich gemerkt, ah... Ah, das ist es. Man, man muss nicht mit ja. der kleinsten möglichen Fläche. Aha, nein, das sind aber Blades. Das, also, aha, wenn du meinst, aha, eben, du musst einen einer verzeihen, drin haben, genau. du hast, du hast einen Schläger für diesen. Natürlich. Also, ah, okay, gut. Wo es extrem wichtig ist, dass man den Ball genau zentral trifft, Die verzeihen nicht so viel. Richtig. Und darum habe ja, jeden das ich hey, Golf. Verhakt, das Fitting ist, ist das Wichtigste, yeah. dass man das fitten kann, dass das Material zu einem passt. Es gibt yeah. viele Leute, die spielen, zum Beispiel mit schweren Schlägern mhm. Leckt die Bandscheiben, oder? <laughs> ja, weil bei dieser Bewegung und Kraft, ja, Kräfte, die ja, wirken, ja. Wenn, allein schon wegen so Sachen, lohnt ja. sich ein Fitting extrem. Ja, und bei mir hat es selber gelohnt, wenn du mal ein aber ja. Sich mit den Profis beschäftigen und los was die sagen, hilft bei jedem Thema. Ja, yeah, weil ich dann auf einmal, auf einmal nach, nach einem Spieltag ich dann auch keine Rückenweh mehr hatte, mhm. weil einfach ich gemerkt habe, ah, ich muss ja gar nicht so und so rissen, sondern ein bisschen mehr. So, und dann macht es aber auf einmal viel mehr Spaß. Schwingen und nicht schlagen. Genau. genau. Und so weiter und so fort. Gut. <laughs> ja. Und darum. Äh, ah, gehen wir mal. Ja. Cool. Aber... Hast, hast du das nicht auch gehabt, wo du angefangen hast? Ja, ich ich traue mich fast nicht, eben mit Leuten mitzugehen, weil ich denke, ja, ich bin dann so schlecht. Oder? Nein, das darfst du im Golf nicht haben. Das ist das Coole dieser Sportart. Der schlechteste Spieler von der Welt kann mit dem besten Spieler von der Welt eine Runde spielen. Und sie können sogar noch ein Match machen, wo der schlechteste, rein theoretisch, dank dem ist yeah. die Chance jetzt gewinnen gegen den yeah. beste auf der Welt Das ist ja genial. Das gibt es in keiner anderen Sportart. Aber ich, ich habe dann trotzdem so das Gefühl, oh, jetzt müssen sie warten wegen mir. Ja, ja. Und, weißt, Aber auch. weißt, du, ich sage dir... <laughs> Wenn, also je besser die Spieler werden, umso größer ist eben das Verständnis. Ein yeah. richtiger guter Golfspieler, der wirklich auf dem Platz das alles im Griff hat, mm -hmm. der hat überhaupt kein Problem mit einem, wo nicht trifft. Im Gegenteil, der coacht ihn sogar, hilft ihm sogar, der sagt: Ja, jetzt müssen wir aber etwas vorwärts machen, nimm vielleicht einmal den Ball auf und schau, dass du wieder parat bist und dann wieder ins Spiel reinkommst. Yeah. Äh, meistens sind Leute, die eben nicht so gute Spieler sind, die sich eher denn ab so Sachen aufregt, wie sie vielleicht auch, weiß ich mal, zuerst mit sich selber beschäftigt sind oder. Ihreswegen halt selber eigentlich am falschen Ort abstellen vor dem Green <laughs> und es <sie> dann wieder mal <laughs> so. Nein, darum gang, den wirklich, wenn, wenn du siehst, das sind richtig gute Golfer, mit denen musst du unbedingt mitgehen. Von denen yeah. kannst du am meisten lernen und die, die ein völliges Verständnis für, für für deine Situation und die Sie sagen hey, wir brauchen ja Golfspieler. Es braucht ja Spieler, yeah, yeah. damit das Ganze rendiert und kann funktionieren. Und darum, da musst du dir nie Sorgen machen. Okay, okay. Lustig es die Wut habe ich extrem gut im Griff. Ich eigentlich, ich eigentlich gar nicht so hassig Ich glaub, das, auf das ist ein grosses Kino, würde ich sagen. <laughs> ja, mein Ziel auf dem Golfplatz in diesem Jahr war, dass ich immer nicht zu mir selber. bin. <laughs> yeah. Ja, weil, mir, an ich mich schon fertig gemacht beim Golfspielen. Da habe ich Sachen zu mir gesagt, die würde ich nie einem anderen sagen. Wenn ich mit dir Golf spielen und du würdest einen Fehler machen würde ich doch dir nie sagen, was bist denn du für ein unfähiger Vollidiot. Oder? Ja. Zu mir selber habe ich das aber absolut schon gesagt. Ich habe gesagt hm muss vielleicht auch nicht sein. Und das war mein Ziel gewesen in diesem Sommer, dass ich probiere, nicht zu mir selber probiere, egal was ich produziere. Ja, und Golf, hat, Golf hat das aus dir rausgeholt. Ja. Weil das, war dann, das war dann wieder eineinhalb Stunden für einen anderen Podcast. Mhm. Aber das Thema Selbstliebe. Ja, ja? Äh, ja wirklich. Und zwar, und zwar ja. eben, so wie man andere Menschen behandelt, ja. wieso ist man dann mit sich selber ja. so viel böser? So und auch so kritisch. Ja. Weißt du, du machst irgendeinen Schlag, triffst den Ball vielleicht nicht so gut, der ist ein bisschen zu kurz ja. vor dem Green. Ich sage dir, hey, gut gemacht. Ja. Und ihm um, selber könnte mich dann aufregen, warum ich den nicht perfekt getroffen habe und ihm yeah, nicht yeah. die Fahnen leiten yeah. bin. Nein, er, er lebt ja immer noch den Ball, ist alles gut, kannst immer noch spielen. <lacht> Easy, <laughs> nichts passiert. Ist nicht im Wasser, nicht im Out. Aber ja, das ist so Zeugs. Ja, gut, also, äh, werden wir irgendwann noch golfen Ich wünsche dir äh, Gern, ja. äh, eine schöne Saison, oder was sagt man so? Unbedingt, Saison. Ja, ja, ja. schöne Saison, mhm. ganz viel Spaß Danke vielmals. Äh, weiterhin alles Liebe. Und danke, dass du wieder da warst. Gleichfalls. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Wir haben wirklich wieder etwas gewiss um darüber zu reden. Ganz ja, cool. Ja. ja, gerne. Bis ein anderes Mal. Dankeschön. Sehr, schön. sehr gerne. Danke. danke, Christoph. Danke euch zum, äh, fürs Schauen, Hören. Und äh, bis bald. Tschüss.